der philosophisch-psychologische Podcast. Heute mit Dr. Oliver Schulz zur Sprache und der Sonderstellung des Menschen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich bin heute, wie gewohnt, hier mit Alexander Wendt. Grüß dich, Alexander. Schön, dass du da bist. Hallo Hannes, wir treffen uns an einem schönen Sommermorgen zu einem Gespräch. Einmal mehr sind wir zu dritt hier. Wen haben wir denn als Gast, Hannes? Ja, wir haben heute Herrn Dr. Oliver Schulz hier zu Gast, den ich auch ganz herzlich begrüßen darf. Es freut mich wirklich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Ja, herzlichen Dank. Ich würde sagen, wir verfahren so, dass ich Sie kurz vorstelle und wir dann übergehen direkt zur Sache. Also Herr Schulz hat studiert in Trier sowohl Psychologie als auch Philosophie und in Homburg und Saar die Humanmedizin. Dabei hat er in seinem Psychologiestudium in Trier, insbesondere vom Professor Jochen Brandstätter, philosophische Impulse auf dem Gebiet der Entwicklungspsychologie erhalten, die zu einer Auseinandersetzung mit den Konzepten von Piaget und Kohlberg geführt haben. Darüber hinaus hat Herr Schulz von dem Mönch und Philosophieprofessor Anselm Winfried Müller ebenso in Trier philosophische Anregungen zu Wittgenstein erhalten und durch den Kontakt mit Professor Paul Tholey aus Frankfurt Anregungen zur Klartraumforschung. Herr Schulz war tätig in verschiedenen Kliniken in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen, sodass er etwa während seiner Facharztausbildung im Bezirkskrankenhaus in Taufkirchen bei Professor Matthias Dose auf dem Gebiet der Schizophrenie und der Behindertenpsychiatrie sowie dem Autismus gearbeitet hat und darüber hinaus zusammen mit Dr. Burkhard Lang an der Neuropsychiatrie in Mosbach als Fach- und später als Oberarzt gearbeitet und tätig war. Ebenso während der Facharztausbildung sammelte Herr Schulz einschlägige Erfahrungen auf dem Gebiet der Gerontopsychiatrie in den Bezirkskrankenhäusern Taufkirchen und Haar sowie besonders auf dem Gebiet des Alkoholismus im Bezirkskrankenhaus Wöllershof Neustadt an der Waldnaab sowie schließlich als Ambulanzfacharzt auf den sämtlichen Gebieten der Psychiatrie, also Depression, Psychosen, Angst, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen. Seit 2005 veröffentlicht Herr Schulz unter seinem eigenen Namen, aber auch unter dem Pseudonym Richard Oliver Skullei Bücher sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Und ich werde auf eine kleine Auswahl dieser mannigfachen Bücherei, kann man schon fast sagen, die Sie publiziert haben, eingehen, die Sie kurz nennen. Dazu zählt etwa die philosophische Schrift Die Religion und ihr Janusgesicht, welche 2007 im Helmes Verlag in Karlsruhe erschienen ist. Sie haben aber auch Romane geschrieben, so zum Beispiel Die Zungenkirche oder Die Logik des Wahnsinns, ebenso 2007 erschienen im Frankfurter Literaturverlag. Zu ihren Veröffentlichungen zählen aber gleichfalls verschiedene Gedichtbände, zum Beispiel der Band Zeitblüten aus dem Jahre 2015 im Wiesenburg Verlag. Sie haben aber auch zahlreiche Kinderbücher geschrieben, so zum Beispiel die vierbändige Reihe Tiraki, wo etwa der erste Band 2009 erschienen ist im Novum Verlag und den Untertitel Das Kind aus dem Meer führt. Wen jetzt von unseren Zuhörenden diese sehr bunte und ja, virtuose Biografie gereizt hat, den wird es vielleicht freuen, dass Herr Schulz eben auch malt und dass seine Gemälde online einsehbar sind. Wenn Sie Interesse daran haben, besuchen Sie doch Herrn Schulzes Homepage. Sie finden sie unter www.richardoliverschulz.de. Dort finden Sie gleichwohl die Kontaktdaten von Herrn Dr. Schulz. Ich bin mir sicher, dass es sich freut, wenn Sie interessiert sind an seinen Themen und Kontakt zu ihm aufnehmen. Im persönlichen Kontakt können Sie auch treten, indem Sie es versuchen, dadurch im Kolloquium der phänomenologischen Psychiatrie bei Professor Dr. Dr. Fuchs zu erscheinen, wo Herr Oliver Schulz ein regelmäßiger Gast ist und aus welchem Kontext eben auch wir hier, Alexander und ich, mit Herrn Schulzes Denken vertraut sind und es zu schätzen gelernt haben. Das war nun aber auch alles von meiner Seite.
Ich freue mich darauf, jetzt Ihnen das Wort zu übergeben, Herr Schulz, und in das spannende Thema von der Sprache und der Sonderstellung des Menschen einzutauchen. Ja, herzlichen Dank für Ihre ausführliche Vorstellung. Ich beschäftige mich eigentlich schon seit meiner frühen Jugend mit der Bewusstseinsforschung, also dem Phänomen des Bewusstseins. Und zwar eigentlich der erste Anlass war schon im vierten Lebensjahr, kann man sagen, als das Ich-Bewusstsein, also die Erkenntnis, die tiefe Empfindung, ein Ich bin zu sein, das sich von der Welt absetzt, in mir erwacht ist. Und da hat im Laufe der Zeit hat mich die Faszination überkommen, wie es möglich sein kann, dass man sich als ein, dass ich mich als ein Ich bin empfinde, quasi als Zentrum, als Mittelpunkt der Welt und dennoch nicht über diese Welt verfüge. Also praktisch mir der Welt als Ganzes nicht bewusst sein kann, sondern da sind noch andere da, die ich auch als andere Ich erfahre, und zwar unmittelbar empathisch, also nicht etwa in Rückschlüssen im Sinne einer Mind-Theorie. Die Frage, also ich kann mich dieser Welt potenziell unendlich aufschließen, kann also Erfahrungen machen, die geradezu unbegrenzt sind, aber ich bleibe immer ich. Ich kann nicht die anderen sein, also ich bin quasi von den anderen abgeschlossen, und es ist klar, dass ich nicht das einzige Zentrum der Welt bin. Und diese Frage hat mich also fasziniert und eigentlich das ganze Leben begleitet. Und dann entstand daraus der Wunsch, also sowohl die Welt als auch andere Wesen und andere Menschen, andere Iche zu erschließen. Und in diesem Kontext natürlich dann auch nicht nur andere Menschen, sondern auch andere Lebewesen, und mir die Frage zu stellen, wie sieht denn deren Bewusstsein aus und wie unterscheidet sich das vom menschlichen Bewusstsein? In diesem Zusammenhang kann ich ein Gedicht vorlesen, was ich im Alter von 20 Jahren etwa geschrieben habe. Das ist in dem Gedichtsband Licht und Staub veröffentlicht. Und da heißt es, also das Gedicht lautet das Ich: Der Wald ist grün, der Himmel blau, man wird aus der Natur nicht schlau. Der Jäger in der Uniform sieht tief im Gras den Regenwurm und denkt, was mag denn das wohl sein? Ich bin so groß und der so klein. Warum bin's ich, der auf dem Turm im Wald oft sitzt und nicht der Wurm? Es ist doch, spricht er, wunderlich. Warum bist du du und ich ich? Der Jäger steigert sich hinein. Er denkt, könnt's das nicht anders sein? Der Wurm bahnt langsam, still und bleich, den Weg sich in das Erdenreich. Der Jäger aber querfällt ein, den Kopf gesenkt im Sonnenschein. Er grübelt lange, denkt und spricht, der Wurm stellt sich die Frage nicht. Nun, warum stellt sich der Wurm die Frage nicht? Weil er eben kein Ich-Bewusstsein hat. Also gleichwohl hat der Wurm aber auch eine Art Selbstempfindung oder Selbstbewusstsein, eine Art primäres Selbst, ein Leibesbewusstsein, da er sich als eine empfindende Einheit wahrnehmen kann, die auch wenn er nur ein primitives Strickleiter-Nervensystem hat, also sich mit Reizen aus der Umwelt auseinandersetzen kann, natürlich in einer sehr einfachen Form. Wie intensiv dieses Bewusstsein ist, ist dann eine andere Frage. Aber es besteht auf jeden Fall schon eine Abgrenzung vom leiblichen Sein und der Umwelt. Und jetzt erschließt sich eben daraus die Frage, wie sieht es mit anderen Lebewesen aus? Beziehungsweise, wenn man die Stufenleiter
der einfach strukturierten Wesen, wobei die einfach strukturierten Wesen natürlich organisch auch schon sehr komplex sind, nur verglichen mit den höheren dann einfacher erscheinen. Wie sieht es dann aus mit den höheren Lebensformen, beziehungsweise worin unterscheidet sich letztlich der Mensch von den höheren Tierformen? Und das ist eine Frage, also die für mich ganz entscheidend mit dem Ich-Erlebnis, der Erkenntnis, ein Ich bin zu sein, zusammenhängt. Jetzt haben in der Naturwissenschaft, in der bisherigen oder auch früheren Verhaltensforschung über das Verhalten von Tieren, der Ethologie, und der Evolutionsbiologie, aber vor allen Dingen eben haben Evolutionsbiologen versucht, auf naturalistische Art einen Unterschied zwischen, einen prinzipiellen Unterschied zwischen Mensch und Tier zu erörtern. Und da tauchte zum Beispiel dann die Behauptung auf, ja, Menschen können Werkzeuge gebrauchen und stellen Werkzeuge her. Also eine rein naturalistisch auf das Verhalten orientierte Aussage, die sich natürlich dann letztlich nicht als wahr erwiesen hat. Denn auch Tiere können Werkzeuge gebrauchen und sogar in Grenzen selbst herstellen. Also sogar, ja, also wenn sie über Hände verfügen, wie Pongiden, Gorillas und Schimpansen, als Menschenaffen, dann ist das ganz klar, dass auch Werkzeuge, also nicht nur gebraucht werden können, es werden Stöcke verwendet, um in Termitenbauten dann Termiten hervorzuangeln, sondern es werden aber auch Steine entsprechend so zurechtgeschlagen, dass als Werkzeuge gebraucht werden können, wie etwa die Verhaltensforscherin Sue Savage Rambo das mit ihrem Bonobo Kenzie erforscht hat, der also auch spontan dann Werkzeuge nicht nur gebrauchen, sondern herstellen konnte. Also es sind also nicht äußere, im Verhalten manifestierte kognitive Fähigkeiten, die sich auf die sinnliche Umwelt beziehen, worin sich jetzt der Mensch im Sinne nur einer höheren Komplexität von den höheren Tieren unterscheiden würde. Das können auch höhere Tiere. Das ist also nicht das Entscheidungskriterium. Auch können Tiere, also beziehungsweise höhere Pongiden, Bonobos und Schimpansen, Probleme mit Hilfe ihres anschaulichen Verstandes lösen, indem sie Anschauungskomplexe aus ihrer Sinnensphäre, also Affen sind sehr visuell orientiert, im Unterschied zu anderen Tieren ist die visuelle Sphäre eine hervorgehobene Sphäre. Die können also Anschauungskomplexe aus ihrer Sinnesphäre kombinieren und daraus dann auch Schlüsse ziehen, die sie intuitiv dann auch in die Tat umsetzen können. Sie bleiben jedoch auf die Reichweite ihrer Sinnesmodalitäten beschränkt. Das sind zum Beispiel Dinge, die Gehlen in seinem Hauptwerk Der Mensch und sein Verhältnis zur Welt hervorgehoben hat, indem er auf die Affenexperimente von Köhler einging, wo sich zum Beispiel gezeigt hat, dass Affen, die ja sehr visuell orientiert sind, versuchen, aus Fotografien ausgeschnittene Orangen zu essen, obwohl sie natürlich völlig quasi zweidimensional sind, oder versuchen, Türen, die sich unten oder oben befinden, auf ihre Ebene herabzuziehen, indem sie einfach also die Türöffnung versuchen herabzuziehen und glauben, unten ließe sich dann auch die Türe öffnen. Also praktisch etwas, was an Schildbürger Streiche erinnert, könnte man sagen.
Da ist also eine, oder Sie versuchen, statt Stöcken zusammenzustecken, was Sie machen können, um an Bananen heranzukommen, können Sie also die Stöcke, die man zusammensetzen kann, darauf untersuchen, ob sie als Werkzeug gebraucht werden können. Dann setzen Sie, versuchen Sie, wenn aufgerollte Decken zum Beispiel oder Tücher in Ihrer Umgebung sind, versuchen Sie, die zusammenzusetzen, achten also nicht auf die physikalische Dimension der Festigkeit und der Starre, was eben auch wieder ein Beweis ist, dass Sie auf Ihre Sinnesmodalität, die bei den Affen eben die visuelle ist, hauptsächlich beschränkt sind und nicht darüber hinaus Schlüsse ziehen können, sich nicht darüber hinaus erheben können. Dann kommt noch hinzu, bei den höheren Pongiden, also wie jetzt etwa bei den Bonobos, sind ja Sprachleistungen erforscht worden. Zum Beispiel hat Roger Foots, ein Verhaltensforscher, versucht, der Schimpanse in Weshu die menschliche Sprache über die Taubstummensprache beizubringen. Und da kommt es dann zu strukturellen Sprachleistungen in Form von Taubstummensignalen, die Sprachleistung anderthalbjähriger Kinder kaum überschreiten, aber immerhin fast diese Stufe erreichen und sich auch über Bedürfnisse und Absichten, Emotionen verständigen können. Die bleiben also auf der Stufe von maximal anderthalbjährigen Kindern stehen. Allerdings verfügen sie über motorische Fertigkeiten, also im Hinblick auf kombinatorische Verstandesleistungen, natürlich auch durch den besseren Gebrauch ihrer organischen Ausstattung, der weit dann über die visuelle Lebenssphäre hinausgeht. Also etwa hat die Forscherin Savage Rambo dem Kenzie Computerspiele beibringen können, wo es um Labyrinth-Erforschung ging. Und da konnte also Kenzie dann mit der Maus, also durch die Maus durchaus gebrauchen, um dann bestimmte Gegenstände auf dem Bildschirm durch Labyrinthe zu befördern. Das ist auch eine sehr interessante Beobachtung. Könnte natürlich ein Kleinkind nicht. Und bei diesen tierischen Leistungen handelt es sich aber immer um Lösungen konkreter Probleme, die innerhalb der dem Tier entsprechenden Sinnessphäre auftreten. Und dieses Problemlöseverhalten, diese Leistung auf diesem Gebiet, nimmt natürlich mit der Komplexität der tierischen leiblichen Organisation zu. Bei Hühnern etwa ist es sehr, sehr primitiv ausgeprägt. Die sind kaum in der Lage, Hindernisse zu umgehen, ohne dass sie das erstmal ausprobieren müssten, durch Versuch und Irrtum. Aber diese Leistungen sind mit gewissen Freiheitsgraden verbunden. Also die Freiheitsgrade nehmen zu. Allerdings immer gebunden an ihre Organisation, die an bestimmte Sinnesmodalitäten umfasst. Also sie können nicht über ihre Sphäre hinausdenken, denn dazu wären Begriffe, eine Begriffssprache erforderlich, die dann sich von den sinnlichen Gegenständen löst. Und das ist auch etwas, was Gehlen betont hat, obwohl er eine rein
bewusst eine rein biologistische Sicht einnimmt und wo er sich aber dann schon im Hinblick auf die Grenze des Geistes bewegt, also wo geistige Leistungen, die ja die rein sinnliche Sphäre dann überschreiten können und auch die sinnliche Sphäre beherrschen können, analysieren können, dann berührt, was dann natürlich, was dann durch Gehlens Philosophie nicht näher erklärt werden kann, nicht näher aufgeschlüsselt werden kann, wo er sich gewissermaßen selbst widerspricht, wenn er beim rein biologistischen Aspekt und auch darwinistischen Konzept bleibt, das den Sinn des Lebens über das Überleben und über ein Problemlöseverhalten allein für die sinnliche Sphäre, für den Gebrauch nicht hinausgeht. Ja, dann ist noch wichtig, dass neu aufgetretene Gegenstände auch bei den höchsten Tieren zwar in ihren besonderen Funktionen und im Hinblick auf ihre Gebrauchstüchtigkeit hin von den Tieren erkundet werden können, aber nie nach Wesen und Ursprung hinterfragt werden. Also sie werden als gegeben hingenommen. So fragt sich also selbst ein Bonobo, der nach einiger Übung ein kleines Elektroauto bedienen kann und seine Funktionen erkundet und damit dann auch ein bisschen durch die Gegend fahren kann, nicht danach, wie dieses Auto zustande kommt. Also im Bewusstsein taucht sicher nicht die Frage auf, das haben jetzt Menschen hergestellt und Menschen verfügen über die Fertigkeit, das zu tun und ich verfüge nicht über die Fertigkeit, das zu tun, sondern das wird einfach als gegeben hingenommen. Es sei denn, man würde jetzt die Affen darauf aufmerksam machen, indem man ihnen das vor Augen stellt, dass jetzt zum Beispiel ein Mensch ein Elektroauto baut oder einen Computer konstruiert. Also selbst die höchsten Tiere haben also nicht das Bedürfnis, Fragen zu stellen, die über ein bloßes Nachfragen und das Anfordern bereits bekannter Gegenstände hinausgehen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Also das sich wundern oder das Staunen, was für den Menschen sehr bezeichnend ist, tritt auch selbst bei den höchsten Tieren nicht auf. Allerdings kann man sagen, dass analoge emotionale Verhaltensweisen und emotionale Gehalte in einer abgeschwächten, auf Sinnliches bezogenen Dimension vorhanden sind, auch bei allen Tieren vorhanden sind. Also Lachen und Weinen beispielsweise ist eine typisch menschliche Eigenschaft, aber Schimpansen und Bonobos können ihr Wohlbefinden zum Ausdruck bringen durch eine analoge Form des Lachens, das dann so wie so ein Grimassieren, wobei sie aber ein Wohlbefinden zum Ausdruck bringen, also als Grimassieren zum Ausdruck gebracht wird. Und was auch auf Kitzelreiz ausgelöst werden kann. Dann haben Tiere natürlich keine Begriffssprache, sondern eine Signalsprache. Das heißt also Signale, Zeichen, die dann auf Gegenständliches hinweisen, aber wohl im Bewusstsein aller Tiere mit der Sinnensphäre, mit der sehr reichhaltigen Sinnensphäre bei komplexen Tieren verknüpft ist, dass also diese Signale, ob das jetzt Laute oder Zeichen sind, meistens sind es ja Laute, die sind in ihre Umgebung, in ihre Umwelt eingebettet. Also sie verschmelzen gewissermaßen mit dem Inhalt, auf das sie hinweisen. Sie haben keine Eigenständigkeit. Sie haben appellativen Charakter. Und in diesem Zusammenhang haben die Signale dann vor allen Dingen Anforderungs- und Erwartungscharakter. Gefahrenanzeigung, Erwartungscharakter, Anforderungscharakter. Sie sind keine Namen im eigentlichen Sinne.
und natürlich dann auch keine eigentlichen Begriffe, sondern sie verweisen auf etwas, was erst in der Umgebung, in der Wahrnehmung auch für die anderen zum Ausdruck kommt. Und das fragende Staunen und das Verwundern, das für Menschen charakteristisch ist, bleibt bei Tieren auf die Emotion der Bestürzung und des Verwirrtseins beschränkt, falls bestimmte Erwartungshaltungen nicht erfüllt werden. Also es ist zwar ein Analog zum Erstaunen, aber es ist eben doch etwas anderes, eine mehr sinnlichere Form, nämlich Stress, Bestürzung, Verwirrtheit, Ratlosigkeit. Ja. Und das braucht dann eine Weile, bis das Tier sich dann wieder an die Gegebenheiten gewöhnt hat. Also es erzeugt eher Stress. Wichtig ist auch im Zusammenhang mit der begrifflichen Sprachentwicklung bei Menschen, dass damit dann auch die Fähigkeit der Analyse und Synthese einhergeht. Also auch das mathematische Denken, also die Fähigkeit zu zählen, das heißt anschauliche Einheiten oder Komplexe in zeitliche Schritte zu zerlegen und dann wieder begrifflich zusammenzuführen, das ist eine einmalige Fähigkeit, die nur der Mensch besitzt. Und etwa seit dem vierten Lebensjahr, da kann man auch sagen, da wo eigentlich das Bewusstsein Ich Bin erwacht, einsetzt. Und diese Fähigkeit der Analyse und anschließenden Synthese bilden dann die Grundlage sowohl für das mathematische Denken als auch für das differenzierte sprachliche Begriffsvermögen, also was auch Grammatik angeht, für verschiedene Grammatikformen, wo sich dann die Sprache ganz von der sinnlichen Sphäre löst und eine eigene Sphäre mit eigenen Regeln bildet. Und man hat ja festgestellt, das haben zum Beispiel die Experimente, die Verhaltensforscherin Iron Pepperberg in Arizona erforscht hat mit dem Graupapageien Alex, der in der Lage war, also maximal 6 Gegenstände, maximal 6 Schlüssel zu identifizieren und dann auch in der richtigen Zahl zu benennen. Sie hat also versucht, diesem Graupapagei die englische Sprache beizubringen, was also im Ansatz zur Verhaltensäußerung und zur Diskrimination dann auch sehr überraschend war. Der konnte also dann die Anzahl von bestimmten Schlüsseln zum Beispiel nennen. Natürlich, er hat nicht die Pluralform gebildet. Er hat 3 key gesagt und nicht 3 keys. Das ist auch wichtig, was die Eigenständigkeit der Sprache eben erweist, zu der Tiere nicht in der Lage sind, kein Begriff von irgendwelcher Grammatik oder auch von Pluralbildung, die sich dann im Signal einer Sprache ausdrückt. Also auch für den Papagei ist die menschliche Begriffssprache ein Signal. Und da ist eben jetzt kennzeichnend bei diesem Diskriminationsvermögen, dass 7 die äußerste Grenze ist, bis zu der hin ein Tier Zahlen diskriminieren kann. Das ist also das, was die intuitive Anschauung noch diskriminieren kann. Und ab da muss man weiterzählen. Das ist übrigens auch eine Leistungsgrenze für den Menschen. Wenn er nicht zählen kann, beziehungsweise wenn er nicht schon in abstrakter Weise eine analytische Clusterbildung begrifflich gebildet hat, um dann auch größere Zahlenfolgen zu überschauen. Dann wäre auch wichtig, dass Begriffe, die zeitliches Vorstellen oder die Einteilung der Zeit in separate Einheiten ermöglichen, von Tieren auch nicht im Ansatz ausgebildet werden können. Also selbst in Vorbegriffen der Pongiden fehlt die zeitliche Dimension. Die könnten also nicht angeben, gestern, morgen, morgen früh, heute Abend. Das setzt eine Analyse der Zeitdimension voraus, über das
auch die höchsten Tiere nicht verfügen, weil sie eben quasi im Augenblick leben und immer nur bestimmte Abschnitte, die emotional wichtig sind, aus der Vergangenheit in die Gegenwart hineinragen. Das hängt auch zusammen mit einem fehlenden aktiven Gedächtnis. Also Tiere haben zwar ein Gedächtnis, das aber nicht aktiv, willkürlich aktiviert werden kann, sondern das wird durch Außenreize aktiviert. Also etwa der Elefant, dem man mit einer Nadel in den Rüssel, dem irgendjemand mit einer Nadel in den Rüssel gestochen hat, was sehr geschmerzt hat, der erkennt den Täter nach Jahren wieder, das ist vorgekommen, und gibt ihm eins mit dem Rüssel auf den Kopf. Ja. Weil er eben, nicht weil er sich etwa rächen will, wie ja dann viele vermutet haben, der Elefant hat ein Riesengedächtnis und der rächt sich jetzt, der erkennt den Menschen, sondern weil in diesem Moment das Vergangene wieder total gegenwärtig wird und er sich bedroht fühlt von diesem Menschen. Und es ist also es ist keine Erinnerung, die er mit sich herumträgt, sondern das sinkt gewissermaßen die Leiblichkeit des Elefanten und auch anderer Tiere herab und wird dann aktiviert. Wobei es aber auch Traumen gibt, Traumata, die bei einem Tier lange Zeit fortwirken. Zum Beispiel die Beobachtung, dass ein kleiner Hund, der von einem großen Hund lebensgefährlich verletzt wurde und hatte viele Operationen hinter sich, der dann ganz spontan anfängt zu zittern, auch obwohl das Ereignis jahrelang her ist. Also jede geringe Assoziation bringt diese Erinnerung hervor. Aber diese Erinnerungen sind eben nicht aktiv hervorzurufen, wie bei den Menschen, weil eben eine Begriffssprache fehlt, die sich diesen Zugang konstruiert. Also das menschliche tägliche Erinnerungsvermögen ist ja in der Regel kein ganz anschauliches. Es können zwar dann auch anschauliche Erinnerungssequenzen aktiviert werden, aber es ist mehr auch ein theoretisches und vieles ist rekonstruiert. Wir sind also nicht so ohne weiteres in der Lage, auch wir sind nicht ohne weiteres in der Lage, Erinnerungssequenzen in ihrem totalen Ablauf zu reaktivieren, sondern nur dadurch, dass wir das in unseren Begriffen auch ständig geübt haben. Und vieles ist dann auch eine Erinnerungstäuschung. Es ist ein ständiger Reaktivierungsprozess. Das weiß man, wenn man Filme wieder sieht, die man vor Jahren gesehen hat und glaubt, man hat bestimmte Sequenzen exakt in Erinnerung und kann sogar die wörtliche Rede nachvollziehen. Und wenn man dann den Film wieder sieht nach Jahren, ist es zwar sinngemäß so, aber dem Wortlaut nach dann doch oft wieder anders. Und so sind Signalsprachen, die Signalsprachen bei den Tieren, also ergeben sich, die sind in die unmittelbare Anschauung der Umwelt gewissermaßen verwoben und mit dieser assoziativ verbunden und bilden keine eigene von konkreten Wahrnehmungskomplexen abgesonderte Sphäre. Und trotzdem sind da hohe Leistungen möglich, also durch diese assoziative und intuitiv kombinatorische Komponente, über die Tiere verfügen. Jetzt könnte man einen prinzipiellen Unterschied zwischen Menschen und Tieren dadurch machen. Also wenn man jetzt die biologische Perspektive, den Aufbau der Organe betrachtet, dass der Mensch einen allseits gemäßigten Leib hat. Er verfügt zwar über sämtliche Fähigkeiten, über die auch andere Tiere verfügen, aber die einzelne dieser Fähigkeiten, auch die einzelnen Sinnesmodule sind begrenzt im Vergleich zu anderen Tieren. Also der Geruchssinn einer Katze ist 1000-mal stärker als der eines Menschen. Der Geruchssinn eines Hundes ist sogar, hat man erforscht, etwa 700.000-mal stärker als der eines Menschen. Die visuelle Fähigkeit ist etwa
die gleiche eines Schimpansen oder Pongiten, aber die visuelle Fähigkeit bestimmter Vogelarten ist weitaus größer. Ja. Und somit ist der Mensch also im Hinblick auf die Sinnesmodalitäten ein Durchschnittswesen. Er ist in allem sehr gemäßigt, auch was jetzt die Ausrichtung, die organische Ausrichtung ausgeht. Der Kiefer ist zurückgetreten. Er kann also mit seiner hat keine Schnauze, mit der er andere Lebewesen packen kann oder sich Nahrung unmittelbar verschaffen kann. Er ist aufgerichtet, also in die Vertikale. Man könnte sagen, er ist vom Erdboden nach oben ausgerichtet. Er richtet sich auf eine himmlische Sphäre aus, wenn man da jetzt einen symbolischen Vergleich nimmt. Und natürlich dann auch dadurch, dass er in die Vertikale gerichtet ist, hat er geringere Fluchtmöglichkeiten. Etwa wenn man es mit einem Jaguar oder Löwen vergleicht. Also in all diesen spezifischen Sinnesmodalitäten ist er eingeschränkt, ja, und mit mäßigen physischen Leistungen ausgestattet, sowohl in der sinnlichen Wahrnehmung als auch in der körperlichen Leistungsfähigkeit. Ja. Aber gerade dies ermöglicht seinem Bewusstsein eine relative Unabhängigkeit von seinem Leib, ja, und ermöglicht ihm auch eine Herrschaft über diesen seinen Leib. Also da ist eben dann auch wichtig, was ich herausgestellt habe, die exzentrische Positionalität des Menschen nach Blessner, der eben mehrfach sich reflektieren kann und also nicht nur in Kommunikation mit seiner Umwelt steht, wie er auch sämtliche höheren Tiere, auch die niederen, in einer gewissen Kommunikation mit der Umwelt stehen. Und bei höheren Tieren ist diese Kommunikation sogar sehr komplex und auch gruppenbezogen. Der Mensch tritt mit dem Einzelnen in einen Dialog. Er verfügt zum Beispiel über die geteilte Aufmerksamkeit, also nach Tomasello, indem er unmittelbar an den Belangen anderer Menschen teilnehmen kann. Das ist sogar bei den höheren Tieren sehr gering ausgeprägt, also nur im Hinblick auf bestimmtes Funktionieren innerhalb der Gruppe oder wenn es Tiere sind, die sozial eng verbunden sind. Also zum Beispiel eine Schimpansenmutter kümmert sich natürlich um ihr Junges und hat da auch ein Mitgefühl, aber eine allgemeine Empathie, die auch ein Hineinversetzen in die Position des anderen als Ich-Wesen ermöglicht, das geht auch den höchsten Pongiden ab. Und insofern hat der Mensch die Fähigkeit der empathischen Reflexion, was natürlich über die Theory of Mind hinausgeht. Es ist keine rationale Angelegenheit. Aber allein das ist bei Tieren eben nur in Ansätzen ausgeprägt und auf engere Kreise bezogen. Also weder eine Theory of Mind noch ein empathisches Vermögen ermöglicht es den Tieren, das Verhalten anderer vorauszusehen, sondern da spielen dann andere Bereiche der Erfahrung und der visuellen Perzeption eine Rolle. Also in diesen Belangen kann man also einen deutlichen Unterschied sehen, also den Hiatus, der den Menschen vom Tier unterscheidet, dass der Mensch über diese sinnliche Sphäre hinaus wächst und ausgerichtet ist auf ein Ganzes, auf ein Weltganzes. Man könnte sagen, dann auch, weil ja die Sphäre des Nurgegebenen, des rein Geschöpflichen übersprungen wird, übertranszendiert wird, auch auf das Göttliche hin. Und das ist das, was bei den Tieren nicht möglich ist, obwohl
All diese Tendenzen in Ansätzen natürlich auch bei den Tieren vorhanden sind. Die Fürsorge der Muttertiere, dass ein enger sozialer Kontakt aufgebaut wird, ja, zum Beispiel zwischen den der Schimpansenforscherin und dem Schimpansen. Und dass insofern dann auch Leistungen erbracht werden können von den Tieren, die in den natürlichen Gegebenheiten gar nicht erbracht werden können, auch nicht beobachtet werden können, allein durch eine soziale Beziehung, was eben zeigt, dass in jedem Tier sogar ein hohes, unentdecktes Potenzial vorhanden ist. Das jetzt im Hinblick auf die Möglichkeit einer Evolution, wie auch immer man sie sich vorstellen mag, die Erklärung der Evolution durch darwinistische Vorgaben ist auf jeden Fall unzureichend. Das kann auch in dieser Weise nicht klappen, wenn man nicht noch andere Gegebenheiten und Funktionsweisen voraussetzt. Gut, also das zunächst mal als Überblick. Haben Sie ganz herzlichen Dank für diesen ausgesprochen denkwürdigen, komplexen und umfassenden Einstieg in das Thema, dass ich einfach einmal, um unser Gespräch zu initiieren, reformulieren möchte oder in meinen eigenen Gedanken weiterdenken möchte, um auf einen Punkt zu kommen, bei dem wir vielleicht einen Austausch beginnen können. Also das Kernproblem, von dem Sie auszugehen scheinen, ist zunächst einmal der Umstand, dass, und das wird in Ihrem Gedicht sehr schön deutlich, wir ja in einer Sphäre des Lebens gemeinsam mit anderen Lebewesen leben. Und diese Sphäre des Lebens, der Begriff des Lebens, ist natürlich ein ausgesprochen anspruchsvoller und für die Philosophiegeschichte weitreichender Begriff. Diese Sphäre des Lebens können wir als beispielsweise organische beschreiben. Und hier haben wir schon in der Antike, schon in der vorsokratischen Zeit, aber insbesondere dann bei Platon und bei Aristoteles, ein Begriffspaar, was den Umstand, über den wir uns unterhalten wollen, zum Ausdruck bringt. Und das ist der Bios und Zoe. Bios als etwas, was wir als das vernunftbegabte Leben betrachten können, während Zoe die allgemeine Beseeltheit ist. Und das ist eben etwas, was für Aristoteles auch für Pflanzen gilt, die Beseeltheit. Aber für das menschliche Lebewesen gilt darüber hinaus eben auch das, was in dem Begriffspaar Physis und Nomos zum Ausdruck kommt. Nomos, also die Fähigkeit zur Einsicht und zur Befolgung von Gesetzen. Das ist jetzt das Faszinosum, was wir als Phänomen konfrontieren. Was bedeutet es, dass es bestimmte Lebewesen, nämlich die Menschen, gibt, die, darauf haben Sie ja auch jetzt in verschiedener Weise Bezug genommen, in ihrem Denken über die anderen Lebewesen hinausgehen. Und zwar insbesondere dort, wo der Jäger fragt, warum bist du du? Aus verschiedener Sicht. Einerseits der dialogische Gesprächspartner, von dem Sie ja gerade in der Sozialsphäre gesprochen haben, der Wurm als du, in diesem Sinne, der ja auch von Martin Buber exploriert worden ist, als eine authentische Sozialsituation, Gemeinschaftssituation, aber andererseits schon wegen dieses Fragepartikels, warum, das Fragen schlechthin. Erwin Strauss hat einmal vom Menschen als einem fragenden Wesen gesprochen und sie haben gesagt, nur der Mensch verwundert sich, der Mensch hat Faszination, die Tiere fragen nur nach. Sie erkundigen sich vielleicht um etwas, bitten um die Verfügbarkeit von einer Speise zum Beispiel, Nahrung im weitesten Sinne. Also wir haben nach Ihrer Darstellung das Denkvermögen der Tiere, was auch ein Denken ist, insofern als Sie von Lösungen konkreter Probleme sprechen. Und das ist ja gerade für mich als Psychologen ein Schlüsselwort,
da ich ja meine bisherige Forschung intensiv auf die Probleme gewendet habe, ist das eine wichtige Frage. Was sind Wolfgangs Köhlers Versuche mit den Schimpansen auf Teneriffa? Was bringen die zum Ausdruck hinsichtlich der Denkfähigkeit? Und Sie sagen jetzt, das sind zwar Schlüsse, aber es sind keine Schlüsse, die auf der Grundlage von Begriffen, Begriffen gebildet werden. Und diese Begriffe bringen Sie mit der Frage danach, was das Wesen und was der Ursprung von etwas sei, in Verbindung. Auch darüber haben wir im Laufe unseres Podcasts schon einmal gesprochen, also die Frage der Historizität. Wir haben seinerzeit über Nietzsche gesprochen und da ging es um die Frage, ob der Mensch nun historisch verankert ist, ob der Mensch in einem Zusammenhang steht, der ihm gestattet, über den Augenblick hinaus zu leben. Die Frage ist jetzt also, wie ist diese lebendige Einheit der Lebensgrund, wie ist die Beseeltheit der Zoe, der organischen Lebewesen, gegliedert, sodass wir davon sprechen können, dass es das, und das ist jetzt wieder ein Ausdruck von Ihnen, eine höhere leibliche Organisation gibt, die Freiheitsgrade verschafft. Dabei ist der Begriff Freiheitsgrade ja ein Begriff, den wir in der Statistik eigentlich verwenden, der aber oft dann mit dem Begriff der Freiheit in Verbindung gebracht wird. Die Frage ist also, gibt es eine kontinuierliche Überführung des Tierreiches in diesen Bereich des begrifflichen Denkvermögens, das Menschen eignet? Oder ist es tatsächlich eine sprunghafte Entwicklung? Ist eine höhere leibliche Organisation ein wesentlicher Unterschied zu einer niederen leiblichen Organisation, der jetzt also so verfasst ist, dass es dort keinen einheitlichen Übergang gibt? Oder ist es so, dass es ihn viel mehr gibt und wir tatsächlich sagen können, ein oder zwei Freiheitsgrade mehr und der Schimpanse ist auch zum begrifflichen Denken fähig. Die Suche ist also diejenige nach dem Spezifikum des Menschen und ein Anhaltspunkt scheint mir dabei zu sein, genau so wie Sie es dargestellt haben, dass wir, um es mit Ernst Cassirer zu sagen, bei Tieren durchaus die Ausdrucksfunktion beobachten können. Tiere drücken sich aus auf verschiedene Weise und sogar die Darstellungsfunktion in Ansätzen finden, aber die Bedeutungsfunktion sich in der Signalsprache der Tiere nicht findet. Das scheint ja das zu sein, was auch bei Ernst Cassirer eben dann die symbolische Funktion der Wissenschaft ausmacht. Also insofern als der Mensch, mit Erwin Strauss gesprochen, ein fragendes Lebewesen ist, insofern ist der Mensch eben auch zugleich ein Lebewesen, das dazu in der Lage ist, Bedeutungen aufzufassen. Und ich glaube, hier könnte man phänomenologisch gesprochen sagen, dass der Begriff der Bedeutung mit dem Begriff des Wesens unmittelbar verbunden ist. Also wenn Sie sagen, der Mensch ist das Lebewesen, das im Verhältnis zu den Tieren nach Wesen und Ursprung fragt, so lässt sich ja sagen, dass das vielleicht der Bedeutungsaspekt der Sprache ist. Wenn wir also heute zum Thema gewählt haben, Sprache und die Sonderstellung des Menschen, ist die entscheidende Frage wohl, was das menschliche Sprachvermögen im Verhältnis zu dem auszeichnet, was Sie über die taubstumme Sprache bei Schimpansen gesagt haben. Das haben Sie natürlich auch in Verbindung gebracht mit kognitiven Fähigkeiten. Also, und da bin ich mir auch sehr sicher, dass wir nicht einfach nur eine Analyse der Sprachstruktur, der Grammatik, der Semantik vornehmen können, sondern dass wir auch immer begreifen müssen, dass diese Sprache nur von Lebewesen ausgebildet werden kann, die über ein bestimmtes kognitives Vermögen verfügen. Und da haben Sie ja das aktive Gedächtnis hervorgehoben. Das aktive Gedächtnis im Verhältnis zu dem Beispiel des Elefanten, für den die leiblich verkörperte Disposition das Gedächtnis bedeutet, aber ist, wie Sie so schön gesagt haben,
nicht etwas ist, was wir mit uns herumtragen, nicht etwas, über das wir kontemplieren, so wie man vielleicht unter der Dusche über etwas nachdenkt, was einem in den letzten Tagen geschehen ist. Oder ich erinnere mich an eine schöne Aussage von Ernst Bloch, der einmal in einem Vortrag über die Mensch-Tier-Differenz gesagt hat, dass es, solange es an Ameisenstraßen keine Statuen gibt von berühmten Ameisen der Vergangenheit, solange sei er sich noch sicher, dass es eine Mensch-Tier-Differenz gäbe. Also hier die Aktivität des Gedächtnisses, auch eine, die sich entäußert, die sich manifestiert in unserer Kultur, insofern als wir, wenn wir in die Geschichte schauen, wir es diesen Blick in die Geschichte zur Natürlichkeit unseres Weltbezuges entwickeln. Der Geschichtsbezug ist eine Manifestation unserer kognitiven Fähigkeiten. Und all diese Überlegungen und diese Darstellung ihrer Positionen aus meiner Perspektive ist jetzt der Anlass, um Ihnen zu diesem Zusammenhang einfach einmal eine Rückfrage zu stellen, um jetzt vielleicht ins Gespräch überzugehen. Und die würde ich an der Stelle aufhängen, an der Sie von Komplexität gesprochen haben. Das ist für mich als Psychologen ein Schlüsselwort. Mein Doktorvater Joachim Funke ist jemand, der sich mit dem komplexen Problemlösen wie kaum ein anderer auskennt. Und wenn wir in die Soziologie der letzten 30, 40 Jahre schauen, zum Beispiel bei Niklas Luhmann, ist das auch so ein Schlüsselwort. Komplexität ist jetzt ein Begriff, den man auf zwei Weisen verstehen kann. Einerseits einmal so, wie das die Assoziationsphilosophen und Psychologen gemeint haben, zum Beispiel David Hume, es treten einfach immer mehr Elemente zusammen und kommen in eine immer größere Beziehung zueinander. Und das ist, glaube ich, auch das, was heutzutage Hirnforscher glauben, dass die wesentliche Eigenschaft des Neokortex ist, einfach ein gewaltiges Netzwerk von großem Umfang zu sein, dessen einfache Elemente aber trivial sind. Also sind die Neuronen sind in ihrer einzelnen Funktion erstens sehr einfach und zweitens vollkommen gemein mit dem, was in vielen Tierhirnen auch stattfindet. Das ist der erste Grad, der erste Begriff von Komplexität. Und wenn man diesen Begriff von Komplexität, diesen empiristischen Begriff von Komplexität nennt, würde man ja auch sagen, dass zwischen der niederen und der höheren leiblichen Organisation nur ein Meer steckt. Aber dann sollte es uns doch gerade wundern, dass das menschliche Nervensystem, genauso wie Sie es gesagt haben, der allseits gemäßigte Leib des Menschen, nicht das schwerste und auch vielleicht nicht das neuronenreichste des Tierreichs ist. Oder zumindest ließe sich sagen, es würde zu erwarten sein, dass verschiedene Organismen, die eben besonders groß sind und auch ein größeres Gehirn verfügen, dass die gerade aufgrund dieser ersten Idee von Komplexität auch zu höherer Kognition in der Lage wären. Und deswegen denke ich an einen zweiten Begriff von Komplexität. Einen Begriff, der viel stärker in die Idee eines Holismus geht. Der Idee, dass Komplexität eben auch die Tiefe des Lebens in einer Erfahrung bedeutet, die man nicht auf eine Vielfalt von Elementen, sondern eine Qualität von Elementen beziehen muss. Und insofern würde ich Sie einfach fragen, in Ihrer Vorstellung von der Mensch-Tier-Differenz, welchen Begriff von Komplexität meinen Sie? Gehen Sie in Ihrem Denken von einem Komplexitätsgrad des reinen Umfangs aus? Oder würden Sie auch sagen, es handelt sich um distinkte qualitative Unterschiede im beispielsweise organischen oder kognitiven Aufbau des menschlichen Lebens? Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen, denen ich auch zustimme. Es ist so, eigentlich muss man zwischen, wie Sie ja schon sagten, zwei Dimensionen von Komplexität unterscheiden. Das eine ist die neurologische Komplexität, die ist natürlich bei Menschen erfüllt. Also ich kenne jetzt kein Tier, dessen Gehirn neurologisch komplexer wäre als die des Menschen. Wenn man jetzt an das des Delfin denkt beispielsweise, das ja
rein vom Äußeren her, von seinen Windungen her, noch viel komplexer aussieht, da hat man ja festgestellt, dass das Verhältnis der Neurone zu der Gliamasse, zu den Gliazellen recht spärlich ist, vergleichsweise, sodass da auch das Kriterium der höheren Komplexität nicht erfüllt ist und nicht keineswegs das Gehirn des Menschen übertrifft, sondern eigentlich darunter bleibt, immer noch deutlich darunter bleibt, obwohl es von der Form her dem Menschen sehr ähnlich ist und tatsächlich mehr Windungen aufweist. Die neurologische Komplexität ist natürlich, wenn man jetzt die Sache stufenweise ansieht, von der Quantität her, wohl eine gewisse Notwendigkeit, um dann auch dem Menschen oder dem jeweiligen Wesen eine werkzeugliche Grundlage zu liefern, um das Bewusstsein dann zu entfalten in den jeweiligen Gegenständen. Wobei da es auch nur eine relative Korrelation gibt. Es gibt ja auch Patienten, menschliche Patienten, die bei denen einige Teile des Gehirns sogar fehlen. Und das hat man dann festgestellt im MRT, Magnetresonanztomographie, dass eine ganze Hirnhälfte fehlt beispielsweise oder ein riesiges Loch im Gehirn vorhanden ist. Und trotzdem sind die kognitiven Fähigkeiten nicht geringer. Die waren unauffällig auf diese Weise. Da gab es mal eine Patientin, die hatte ein sogenanntes Dandy-Walker-Syndrom, wo also die inneren Hirnventrikel total erweitert sind. Und das war eine Schülerin, das war die Beste in der Klasse, die dann immer wieder unter Kopfschmerzen gelitten hat. Dann hat man sie also untersucht und festgestellt, erstmal war man ganz entsetzt, dass man zunächst mal gar kein Gehirn gefunden hat. Und dann hat man festgestellt, dass nur eine dünne neuronale Schicht an der Oberfläche vorhanden war. Und trotzdem waren die Kognitionen nicht beeinträchtigt. Also das sind Hinweise darauf, dass nicht die Materie die geistigen Fähigkeiten schafft, sondern dass es eine relative Grundlage ist und vor allen Dingen natürlich, dass bestimmte Zentren auch im Gehirn wichtig sind. Wenn die im neuronalen Verband verschwinden oder geschädigt werden, dann ist eine Koordination nicht mehr möglich. Aber das Gehirn ist somit jetzt nicht der Erzeuger geistiger Fähigkeiten oder des Bewusstseins, sondern das Gehirn ist quasi ein Organon, ein Werkzeug. Und in dem sich das Bewusstsein äußert, aber das Bewusstsein ist nicht das Gehirn. Es ist in relativer Weise natürlich an Gehirnfunktionen gebunden. Also gibt es da noch eine andere Ebene, nämlich, wie Sie sagen, die qualitative Ebene. Und die wird eben erreicht, wenn eine bestimmte Komplexität in der Gesamtheit allerdings erreicht ist. Also jetzt nicht im einzelnen Organ, sondern in der Gesamtheit. Der Mensch ist ein Ganzes und man kann nicht einfach das Gehirn da abtrennen, was ja auch erwiesen wird, dass diese Abtrennung nicht möglich ist, weil die Quantität der Neuronen allein eben nicht das Bewusstsein ausmacht. Das Bewusstsein ist in sich selbst eine Einheit. Also zunächst ist es ja so, ich bin mir meiner selbst bewusst, auch dann, und zwar in der gleichen Stärke, auch dann, wenn ich kein besonders gebildeter Mensch wäre. Also wenn ich nur wenig wüsste. Ist diese Klarheit, quasi Mittelpunkt der Welt zu sein und ein Ich-Bewusstsein zu haben, das ist in genau derselben Stärke vorhanden. Also so ziemlich bei jedem Menschen, es sei denn, er ist in einem
Koma-Zustand. Und das ist dann wieder was anderes. Ein Koma-Zustand, wo das Bewusstsein nicht durchdringt oder der Zustand des Tiefschlafes, wo die Bewusstseinsebenen wie getrennt sind. Man kann sich dann hinterher nicht erinnern, was im Tiefschlaf war. Dass da auch selbst im Tiefschlaf Bewusstsein ist und Bewusstseinsvorgänge und dass bestimmte Abläufe da sind, die Bewusstseinsprozesse wiederholen, zeigt sich ja zum Beispiel beim Schlafwandeln, ja, an dessen Inhalt sich der Schlafwandler nicht erinnern kann. Und trotzdem spricht er da oder bewegt sich im Raum, woran man erkennt, dass der Mensch die ganze Zeit während des Schlafes, also auch im Koma natürlich. Es gibt Menschen, die sich erinnern an furchtbare Träume während ihres Komas, dass da Bewusstseinstätigkeit vorhanden ist und dass diese Bewusstseinstätigkeit zum Ich Bin, zur Ganzheit des Menschen, auch zu seiner Kontinuität, zu seiner Identität, und Identität ohne Kontinuität ist nicht möglich, vorhanden sein muss. Also es ist eine andere Kategorie. Ja? Also lässt sich nicht physiologisch herleiten oder unmittelbar an die Materie binden, insofern als jetzt die Struktur, die höhere Struktur Bewusstsein garantieren würde. Das tut es ja nicht. Also man könnte jetzt theoretisch da einen hirnähnlichen Computer, wobei der Computer ganz anders funktioniert als ein menschliches Gehirn, rekonstruieren und hätte dann neuronale Tätigkeit konstruiert, aber es bleibt dann ein Androide, dem alles eingegeben werden muss und der nicht frei über eine freie Kommunikation verfügen kann, denn wenn da nichts einprogrammiert wurde, wird er dann vom Thema abweichen und irgendetwas, was ihm einprogrammiert wurde, was assoziativ ähnlich ist, dann zum Besten geben. Woran man eben dann erkennt, dass dass er kein Bewusstsein hat. Also der Turing-Test wäre damit nicht erfüllt und den kann auch niemand erfüllen, wenn man die Kriterien hochschraubt. Also jetzt, gut, ja, das wäre das, was ich dazu zu sagen habe. Wenn Sie damit zufrieden sind, Sie können vielleicht noch weitere Fragen stellen. Das würde ich unmittelbar gerne tun. Und zwar kann ich, glaube ich, einen direkten Anschluss finden an die Reflexionen, die Sie beide nun verhandelt haben, nämlich die Frage nach der Komplexität. Und ich denke, wenn man diese Frage zuspitzt auf die Frage nach dem Unterschied eben von Mensch und Tier oder eben im Lichte diese Frage erneut reformuliert, dann bedeutet die Frage nach der Komplexität immer auch die Frage nach der Kontinuität. Nicht wahr? Also ist es nicht möglich, diese Unterschiede, von denen Sie gesprochen haben, die zwischen Mensch und Tier bestehen, zu gradualisieren, sodass sie auf die eine oder andere Weise auch relativiert werden würden? Das soll gar nicht heißen, dass das meine Meinung wäre, aber ich denke, ist ein wichtiges Diskussionsangebot, das auch sozusagen den philosophischen und empirischen Mainstream widerspiegelt in dieser Frage. Also dadurch, dass Sie sich gegen die Evolutionstheorie wenden oder zumindest sie als unzureichend für die vollständige Betrachtung eben der Sonderstellung, also der Frage nach der Sonderstellung des Menschen ausweisen, begeben Sie sich ja in sozusagen eine Oppositionsposition, nicht wahr? Also sie stellen sich gegen den Mainstream damit. Das ist mir auch sympathisch, aber man muss das Ganze, glaube ich, zu Ende denken. Und ich will jetzt einfach mal so vorgehen, dass ich zwei Beispiele nenne für Befunde, die vielleicht das Ganze in Frage stellen könnte, wie stark eben der Unterschied von Mensch und Tier zu fassen ist. Das erste betrifft Ihre Ausführungen, die Sie anhand des Papageis Alex mit der Forschung von Peppenberg gemacht haben. Und dort war die Idee ja die, dass das Tier zwar dazu in der Lage ist,
menschliche Sprache in gewissen Charakteristika nachzuvollziehen, aber doch nicht in ihrer Gänze. Also das, was Alex ermangelt, ist die Pluralbildung oder im weiteren Sinn eben irgendeine Form des Verständnisses von Grammatik oder Syntax. Was er allerdings zu lernen imstande scheint, sind dann einzelne Worte oder andere Funktionen der Sprache, wie beispielsweise eben das Zählen. Und jetzt denke ich da an die Forschung von im Labor von Klaus Zuberbühler aus der Schweiz. Und dort konnte gezeigt werden am Beispiel von Camper Monkeys. Ich kenne den deutschen Namen leider nicht, aber diese Camper Monkeys werden da ausgewiesen als diejenigen Affen, die die quasi komplexeste Protosprache aufweisen. Und das Ganze sieht so aus, dass diese Affen dazu in der Lage sind, invariable Suffixe an variable Wortstämme oder Lautstämme anzuhängen. Nicht wahr? Also es gibt variable Wortstämme, zum Beispiel, ich zitiere das gerade aus dem Paper, Krack oder Hock. Und dort wird der invariable, das invariable Suffix angehängt, O, ne? Das, sodass man Krack, dass sie Krack rufen können oder eben Krack O. Und dieser Suffix verändert allerdings die Bedeutung des Ausrufs auf eine ganz spezifische Weise, und zwar auf diese Art, dass ein einstmals spezifischer Alarmruf, Krack, der zum Beispiel eben Vorsicht Adler bedeuten kann, generalisiert hin zu, eben wenn man Krack O hört, wissen die anderen Affen sozusagen, dass es jetzt nicht ein Adler ist, sondern ein nicht weiter spezifizierte Gefahr aus dem Luftraum, nicht wahr? Also das wird interpretiert in dieser Forschung, eben Fitch und Zuberbühler haben sich da sehr verdient gemacht, als Zitat, the most complex example of proto-syntax in any animal communication known to date. Das heißt, das komplexeste Beispiel für so etwas wie eine Proto-Syntax. Und warum ich das Beispiel anführe, ist jetzt das folgende, ist der folgende Grund. Wenn man das mitgeht und sagt mit Fitch und Zuberbühler, dass eben hier so etwas vorliegt wie eine Proto-Syntax, dann wird dadurch natürlich die These der anthropologischen Differenz in Frage gestellt, die das Anthroponinon, also das Alleinstellungsmerkmal des Menschen in der Sprache sieht. Also es ist dann nicht mehr klar, ob Alex quasi repräsentativ war, der Papagei, für das, was die Tiere in ihrer Diversität vielleicht doch zu leisten in der Lage sind. Das ist das eine Beispiel, das man von der Seite der einer von dem Kontinuitätslager quasi bringen müsste. Ein anderes, und das kann ich kürzer ausführen, ist das von Terence Deacon, der eben dieses Buch The Symbolic Species geschrieben hat. Das nimmt Bezug auf ihr Beispiel vom Lachen und vom Weinen, das ja mit Helmut Plessner, der auch einer meiner nächsten Anschlussautoren ist, ausgewiesen haben als humanexklusive Weisen des emotionalen Ausdrucksverhaltens. Deacon interpretiert das Ganze anders. Natürlich mit über 50 Jahren Abstand. Deacon sagt, was wir im Lachen und im Weinen erleben, ist gar nicht so sehr bloß ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen, sondern es sind die letzten Überreste eines einstmals geteilten Laut- und Rufsystems, das wir mit anderen Primaten eben geteilt haben, nicht wahr? Also zwar mag die Art und Weise, wie wir lachen und weinen, einzigartig menschlich sein, aber sie beziehen sich zurück und stehen in einer evolutionären Kontinuität zu dem, was andere Primaten leisten können oder wie sie sich eben artikulieren können, so Deacon. Und das ist für mich jetzt auf diese Weise spannend, weil ich glaube, dass es sich gewisserweise nahtlos in die Überzeugungen der philosophischen Anthropologie einbetten lässt, derer sie ja auch quasi anhängen. Und das ist der Punkt, an dem es für mich spannend wird, eben wie man von diesen divergierenden Perspektiven einmal Hiatus, einmal Kontinuität, zu sehr, sehr ähnlichen Ergebnissen kommt und sogar eben unter Bezugnahme auf die gleichen Autoren. Also die Idee von Deacon wäre ja hier die folgende, dass es eben so etwas gibt wie eine Transformation der tierischen Leistungen im Menschen. Und das ist ja die alte Herder-These, also Johann Gottfried Herder, einer des Weimarer Viergestirns, des klassischen Viergestirns neben Wieland, Goethe und Schiller, der ja schon im 19. Jahrhundert oder im ausgehenden 18. Jahrhundert die These aufgestellt hat, dass wir den Menschen in seiner Sonderstellung nur dann begreifen können, wenn wir ihn eben
durch alle seine Vermögen begreifen. Also auf die Art und Weise, dass die Einheit, die der Mensch ist, eben gestiftet wird durch ein Zusammenkommen aller seiner Vermögen. Und das ist jetzt die Frage, die ich an Sie zurückstellen will, also mit diesem langen Präludium. Die Frage, die mich interessiert, ist auf der einen Seite, wie würden Sie, falls Sie Meinungen dazu haben, mit diesen Problembeispielen umgehen, von denen ich gerade gesprochen habe, aber insbesondere, wie würden Sie die Sprachfähigkeit fassen in ihrer Besonderheit bei den Menschen oder anders gesagt, auf welche Art und Weise, wenn überhaupt auf eine, transformiert die Sprache des Menschen, das Sprache haben, das sein Sprachvermögen, sein Lebewesen sein? Also das ist die Aristoteles-Frage, die eben Herder nur neu gestellt hat. Ist die Lebensweise des Menschen eine qualitativ neuartige oder ist sie eben bloß kontinuierlich von den Tieren quasi gesteigert? Genau, ich würde Ihnen hier kurz die Gelegenheit geben zu antworten und unser erstes Material, auf das wir dann auch eingehen werden, bezieht sich ja auch auf genau diesen Fragenkomplex, sodass ich vorschlage, dass wir dann direkt dazu übergehen. Ja, vielen Dank. Dazu muss ich sagen, dass die Auffassung Herders so in etwa meiner tatsächlich entspricht. Und ich lehne ja auch nicht die Evolution ab, sondern nur die darwinistische Version. Also das muss man ja unterscheiden. Wobei es natürlich schwierig wird, jetzt einen unmittelbaren Vorfahren des Menschen in einer festzumachenden Primatenform zu finden. Das wird schwierig, weil man ja nur sehr, weil jede Lebensform, die unter den Menschen spezialisiert ist, und zwar in einer Weise spezialisiert, sodass da ein ganzer organischer Umbau stattfinden müsste. Und so ist es, da wird es schwierig sein, da einen direkten Vorfahren zu finden, sondern man muss davon ausgehen, dass das alles dann doch letztlich Zweige sind. Gut, aber das ist das eine Problem. Für mich ist wichtig, dass man eine Stufenfolge betrachtet in der Natur, die zum Menschen geführt hat, also beziehungsweise ohne die organische Komplexität des Menschen im Hinblick auf seine Zentralisierung, was auch immer wichtig ist, im Hinblick auf seine Zentralisierung des Nervensystems notwendig ist. Denn man sieht in der Stammesentwicklung, wenn man jetzt von der kontinuierlichen Stufenfolge ausgeht, mit Zwischensprüngen, dass da eine zunehmende Zentralisierung stattfindet. Andererseits ist es aber auch keine Kontinuität, weil ja die einzelnen Tierformen nicht als direkte Vorfahren angesehen werden können. Man muss ja auch sehen, sämtliche Tierformen sind so etwas wie Mosaikformen, sind also spezialisierte Mosaikformen, wo dann auch verschiedene Sinnesmodalitäten miteinander verknüpft sind, die dann eine ganz eigene Weise auch der ökologischen Nische und des Wahrnehmungs- und Auffassungsvermögens der Tiere bilden, die ganz unterschiedlich sein können. Man kann also, es fällt von daher auch schwer, jetzt bestimmte Tiere als höher oder als niedriger zu bezeichnen. Das ist eine grundsätzliche Schwierigkeit, aber insgesamt zieht sich doch eine zunehmende Zentralisierung hindurch, dass eben etwa beim Huhn bestimmte Hirnstammabschnitte noch im verlängerten Rückenmark und im Rückenmark an sich sitzen und von daher dann auch, wenn das Huhn geköpft wird, der Leib immer noch agieren kann über eine gewisse Zeit. Zum Beispiel. Oder dass eben ein Regenwurm, um noch ein primitiveres Beispiel zu nennen, wenn er durchgeschnitten wird, bewegen sich beide Teile noch, als ob beide Teile noch der Regenwurm als Ganzheit wären.
aber das Kopfende überlebt, wenn es nicht zu kurz ist, und der Schwanzteil stirbt ab. Ja? Also auch da ist aufgrund des Strickleiter-Nervensystems noch keine Zentralisierung gegeben. Und so kann man also richtungsmäßig eine Stufenfolge sehen, aber gleichzeitig eine Zerstreuung von Organisationsformen, die alle quasi im Menschen zusammenfließen, in einer gemäßigten Form zusammenfließen. So könnte man das auffassen. Und dieses Zusammenfließen ist dann zugleich, also in dieser gemäßigten Form, ist dann zugleich der Hiatus, der sich natürlich dann auch vor allem in der Begriffssprache des Menschen bemerkbar macht. Und aber eine Begriffssprache, die in den Signalsprachen der Tiere ihre Vorläufer hat. Und dass da auch eine Fantasietätigkeit bei den verschiedenen Tierarten vorliegt. Also entweder diese Signale mit Vorsilben, wo eines den Adler angibt bei dieser Primatenart, eines also bezeichnet den Adler, und mit also Krak hatten sie genannt, und die Silbe davor, was Kokrak? Oder? Es war ein Suffix, die Silbe danach, also Krak-O. Krak-O, genau. Dass dann allgemeine Gefahr bedeutet, das kann man auf der Signalebene durchaus erklären. Und man kann auch von gewissen Signal Neuschöpfungen ausgehen, die sich innerhalb einer Gattung ausbilden. Und zum Beispiel bei dem Papagei, beim Graupapagei Alex, wurde zum Beispiel ein Apfel gezeigt, also Apple, und der konnte dann auch das benennen, oder Banane. Und dann wurde ihm aber auch der Apfel war ihm bisher unbekannt. Bisher wurde ihm eine Banane gezeigt, also Banana. Und dann eine Kirsche, Cherry. Und später wurde ihm ein Apfel gezeigt, der also rot wie eine Kirsche war und zugleich gelblich wie eine Banane. Und dann hat Aaron Pepperberg gefragt, what is it? Und Alex antwortete dann Banary, also zusammengesetzt aus Banana und Cherry, also quasi eine Neuschöpfung, aber die durch Assoziation zustande gekommen ist. Er konnte sich nicht entscheiden, ist es jetzt eine Banana oder ist es ein Cherry, und dann hat er es zusammengefügt, assoziativ, und dann wurde Banary draus. Und es ist denkbar, dass diese Lernprozesse sich dann auch durch weitere Lernprozesse tradieren innerhalb einer bestimmten Art, und dass so auch die Suffixe möglicherweise zustande kommen. Ja. Also ich sehe jetzt da kein Problem drin. Das ist noch keine Grammatik oder Syntax im menschlichen Sinne. Wenn wir zum Beispiel also wichtig ist ja auch bei den Sprachen, das hatte ich mal hervorgehoben, dass jede Sprache aus Sätzen besteht, und diese Sätze sind zusammengesetzt aus Subjekt, Objekt und Prädikat, oder Subjekt, Prädikat, Objekt. Und die sind entweder grammatikalisch, also voneinander unterschieden oder in Beziehung gesetzt, oder durch die Wortstellung. Und somit kann man auch jede Sprache in eine andere übersetzen. Wenn die Begriffe etwas anders geartet sind oder die Begriffskerne etwas
anders verlagert sind, kann man zumindest die Begriffe umschreiben in einer anderen Sprache. Aber das ist so gewissermaßen die Grundstruktur. Und es ist damit drückt sich eine dialogische Struktur aus. Also deshalb sehe ich auch im Unterschied der menschlichen Sprache zur Tiersignalsprache eine dialogische Struktur, beziehungsweise also eine dialogische Struktur, die dann auch im Verhältnis, im geistigen Verhältnis, geistig-emotionalen Verhältnis des Menschen zur Welt, zu seiner Umgebung, zu seinen Mitwesen und Menschen, dann ganz in diesem Dialog steht, in diesem reflektiven Dialog, dass man den anderen in seine Sphäre hineinzieht und oder sich selber entäußert in der Sphäre des anderen und dann ein dialogischer Austausch von Bewusstseinsinhalten, von Ansichten stattfindet, der eben in einer Gruppenkommunikation von Tieren nicht stattfindet. Da gibt es allenfalls Ränge und soziale Zuordnungen und Gruppenspezifika. Ja. Aber da findet nicht eine dialogische Auseinandersetzung statt. Man kann ja auch dann beobachten, dass bei der taubstummen Sprache, also die Schimpansen und Bonobos, es wurden zum Beispiel auch, die wurden als Signale gebraucht und man hat Roger Foots und auch die Savage Rambo haben mit ihren Primaten Experimente durchgeführt. Also nicht nur Taubstummensprache, sondern die haben beide auch Symbole verwendet in Form von so Blättchen, die dann für ein bestimmtes Wort standen. Und die wurden dann aktiv vom Schimpansen oder vom Bonobo auf eine Tafel gesetzt. Und der Schimpanse konnte dann seinen Wunsch dadurch zum Ausdruck bringen. Und wurde dann klar, dass also die Stellung dieser Blättchen eigentlich keine große Rolle spielte. Dass also es mehr auf die Anzeigefunktion, die Hinweisfunktion ankam, als dass da jetzt eine Eigensphäre innerhalb einer sprachlichen Syntax geschaffen wurde. So viel vielleicht mal dazu. Ja, vielen Dank. Also da haben Sie gleich einige überzeugende Punkte ins Feld geführt und ich finde auch ganz zu Recht einige richtigstellende Kommentare, beispielsweise, dass Ihr Ansatz durchaus als evolutiver begriffen werden kann, nur eben nicht als darwinistischer. Oder eben auch, dass die Tierformen, die wir synchron vorfinden, also jetzt gerade auch auf Erden als Mitlebewesen kennen, nicht verwechselt werden dürfen mit den direkten Vorfahren, die uns mit diesen Tieren dann evolutionär verbinden. Das nennt man ja in der Literatur dann den Most Recent Common Ancestor, also den letzten gemeinsamen Vorfahren, auf den man selbstverständlich nur noch per Analogieschluss Rückschlüsse ziehen kann, sofern keine direkten Fossilien vorliegen, was leider ein sehr schwieriges Unterfangen der kognitiven Archäologie dann ist. Also das ist wiederum ein eigenes Forschungsfeld. Und worauf ich eingehen will, ist auch noch, dass Sie zu Recht gesagt haben, es besteht ein Unterschied zwischen der Konstitutionsanalyse der Stufen des Organischen, was gewisserweise auch eine phänomenologische Betrachtung der Natur bedeutet, und zur Frage nach dem Ursprung der Sprache, nicht wahr? Also die Sprache mag zwar das sein, was konstitutiv die Ebene, die Sphäre des Menschen sondiert, und sie eben wesentlich charakterisiert, aber das ist nochmal eine Betrachtungsebene, die unabhängig davon ist, wie es denn jetzt in ihrer Realisierungsform überhaupt dazu hat kommen können, dass die menschliche Sphäre, also die Lebewesen der menschlichen Sphäre, sprachfähig sind. Da bin ich ganz bei Ihnen, wenn man so will. Und die Antwort, die Sie geben, ist eben die des Compendium Naturae, nicht wahr? Also das, was Sie gesagt haben, dass das Zusammenfließen der verschiedensten Fähigkeiten im Menschen den Hiatus markiert, das ist gerade die holistische Antwort, die Denkweise der philosophischen Anthropologie auszeichnet und die ich insofern sehr sympathisch finde. Den einzigen kritischen Kommentar, den ich in diesem
in Ihrem Wortbeitrag gerade anmerken möchte. Aber ich glaube nicht, dass das einer ist, an dem man prinzipiell einen Scheideweg einführen muss, ist die Frage nach der Bedeutung des Konzepts der Protosprache, der Protosyntax, nicht wahr? Ist es wirklich so, dass diese Befunde von Zuberbühler unproblematisch sind? Selbstverständlich würde auch ich nicht so weit gehen und zu sagen, es besteht kein Unterschied mehr zwischen Tier- und Menschensprache. Aber es kommt eben alles darauf an, was wir aus diesem Proto machen, nicht wahr? Ist es, wenn diese Art von Laut-Suffix-Leistung von den Campbell-Monkeys eben tatsächlich zu Recht als Proto-Syntax markiert werden kann, dann können wir nicht mehr sagen, die Syntax unserer Sprache ist human-exklusiv. Also es hat eine Implikation darauf, was wir unter human-exklusiv verstehen oder anders gesagt, welche Eigenschaften wir gerechtfertigterweise als wesentliche Eigenschaften für den Menschen ausweisen dürfen. Und da bin ich ganz glücklich damit, dass Sie eben dieses dialogische Verständnis der Sprache noch einmal in den Vordergrund gerückt haben und das unterschieden haben von der Kommunikation unter Menschenaffen oder eben anderen Affen, weil ich es genauso sehe, die Begegnung, also die Dialogphilosophie und das Schlüsselwort der Begegnung oder was Sie genannt haben, den anderen so in seine Welt hineinzuziehen, sind hier was einen harten Unterschied markiert, das aber bezeichnenderweise dann sich nicht mehr in körperlichen Merkmalen niederschlägt. Also was meinen Kommentar geleitet hat, war ja diese Feststellung, die sich einem aufdrängt, wenn man sich eine Zeit lang in der Tierforschung bewegt hat, dass egal welches human-exklusive Vermögen postuliert wird, es nur ein paar Jahre dauert, bis Befunde auftauchen, die das wieder in Frage stellen, ob es denn wirklich human-exklusiv ist. Und das hat damit zu tun, glaube ich, dass wir hier so etwas wie eine Aporie vorfinden, dass wir die Realisationsweisen geistiger Vermögen in den Tieren untersuchen müssen, was dann letztlich eben auf einer Unzugänglichkeit des Fremdpsychischen beruht, was eben so ein starkes Analogisieren oder im Schließen voraussetzt oder erfordert und eine komparative Methodologie. Also so viel hierzu, worauf wir ja jetzt, das Thema, um das wir die ganze Zeit fortwährend gekreist sind, ist nun, was an der Sprache ist es, dass sie human-exklusiv macht oder anders gesagt, was an der Sprache markiert die Sonderstellung des Menschen. Und ich denke, das ist der perfekte Zeitpunkt, um überzugehen zu unserem ersten Material, was eben Arnold Gehlens Position in dieser Frage wiedergibt. Und ich würde einfach so vorgehen, dass ich es kurz vorlese und wir dann darüber ins Gespräch kommen. Also Arnold Gehlens schreibt in Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt über die Sprache und die Handlung. Dort sagt er, Zitat, alle Lautbewegungen sind ganz beliebig verfügbar und reproduzierbar. Sofern also in ihnen eine Intention auf die Dinge verlaufen kann, sind solche Intentionen möglich unabhängig vom wirklichen Vorhandensein der in diesen Symbolen vermeinten Dinge oder Situationen. Das angesichts eines Dinges von ihm her vernommene Lautsymbol ist abhebbar von demselben. Es vertritt dieses daher auch in absentia. Es ist dieses die Basis alles Vorstellens. Es ist daher möglich, sich unbeschränkt über die tatsächlich vorhandene Situation hinweg auf Sachverhalte und Wirklichkeiten zu richten, welche nicht gegeben sind. Der Mensch erhält durch die Sprache, wie Schopenhauer einmal sagt, die Übersicht der Vergangenheit und der Zukunft, wie auch des Abwesenden. Die biologische Notwendigkeit dieser Leistung für das Wesen Mensch ist klar. Angewiesen auf die bloße Jetzt-Situation, wie das Tier, wäre es lebensunfähig. Der Mensch muss die Fähigkeit haben, die Grenzen der Situation vollständig zu sprengen, sich auf Zukünftiges und Abwesendes zu richten und daraufhin zu handeln, sowie von jenem her sekundär sich der Gegenwart zuzuwenden, deren Bestände einsetzend zu Mitteln für künftige Sachverhalte. Der Mensch wird dadurch Prometheus, vorhersehendes und tätiges Wesen zugleich. Hier endet das Zitat, das, wie ich meine, einige der wichtigsten Konzepte Arnold Gehlens vermittelt. Beispielsweise steht im Hintergrund die Mängelwesen-These, dass der Mensch eben ein unvollständiges Tier ist, sozusagen der Krüppel der Natur, das der geistigen Leistungen bedarf, um ihn zu entlasten, um überhaupt eben überlebensfähig zu werden. Das heißt, anders als andere Tiere kann der Mensch sein Leben nicht bloß leben, sondern muss es geistig führen, er muss sich entscheiden und so weiter. Und dadurch eröffnen sich ihm eben so ganz besondere Sphären der Wirklichkeit. Also die Sprache vermag auch
die Dinge in absentia zu thematisieren und in die Zukunft hinein und von der Vergangenheit heraus, sodass eben eine ganz andere Zeitstruktur auch für den Menschen resultiert und eine ganz andere Art und Weise der möglichen Bezugnahme. Aber das nur kurz vorweg, also als eine kurze Einführung in Gehlens Denken. Was mich wirklich interessiert, ist nun, wie Sie zu diesem Zitat stehen, was Ihre Gedanken sind von zu Gehlens Position über die Sprache und vor allem auch, wie Sie ihn fruchtbar gemacht haben für Ihr eigenes Denken. Ja, also prinzipiell stimme ich dieser Position zu. Also ich habe es ja auch als besonders diesen Denkansatz von Gehlen als besonders wertvoll betrachtet für meine Arbeit und Ausführungen. Es ist natürlich dann die Frage, wie verwendet das diesen Ansatz Gehlen im Hinblick auf seinen naturalistischen Ansatz, seinen biologistischen Ansatz, der eigentlich darin besteht, dass er glaubt, durch diesen biologischen Drang der Mensch gar keine andere Möglichkeit hat, als solche Lautbeziehungen auszubilden und die sprachliche Entwicklung dieser Laute in ihrer Rückbezüglichkeit dann überhaupt erst das menschliche Bewusstsein als eine Art Ich-Bewusstsein ausbilden. Also sozusagen ein Ansatz, den auch viele Linguisten vertreten, dass der Mensch seine Sprache nicht aufgrund seines qualitativen Bewusstseins hat oder annimmt, sondern dass die Sprache sozusagen erst Bewusstsein im menschlichen Sinne ermöglicht. Da kommt noch der Aspekt mit hinzu, dass Gehlen den Tieren eigentlich kein echtes Bewusstsein, auch also im Vorläufertum, zubilligt. Also, wie will ich sagen? Also für ihn ist Bewusstsein genau dieses qualitative Bewusstsein, was der Mensch hat. Aber die biologischen, komplexeren Vorformen sind dann eben im Tierreich vertreten und führen dann dazu, dass auf rein biologische Weise Verhaltensmechanismen ausgebildet werden, die dann die Grundlage darstellen für die Sprachfähigkeit des Menschen und durch die Sprachfähigkeit dann ein qualitativ gesondertes Bewusstsein entsteht. So könnte man das vielleicht sagen. Und in dieser Auffassung unterscheide ich mich von Gehlen. Also meine Auffassung ist, dass Sprache ein qualitativ anderes Bewusstsein voraussetzt und dass auch Kleinkinder ein sehr differenziertes Bewusstsein, also im Hinblick auch auf ethische Grundsätze schon ausbilden, bevor sie eine entwickelte Sprache haben. Also ja, gut. Ich halte das für eine wichtige Klarstellung. Das ist natürlich etwas, was in der Onto- und Phylogenese des Menschen immer wieder zur Sprache gebracht wird. Wie ist das Verhältnis zwischen Sozialität und Individualität? Ist das individuelle Bewusstsein die Voraussetzung für die Sozialentwicklung oder ist die Sozialentwicklung der Rahmen, in dem individuelle Entwicklung erst möglich ist? Gewiss ist, dass es eine Interaktion gibt. Die Frage ist also, wo man Schwerpunkte setzt. Vermutlich werden ganz exklusive Positionen nur als Strohmann Positionen überhaupt erwogen. Aber ich glaube doch, dass es wichtig ist, dass Sie nochmal hervorheben, dass die Art und Weise, wie hier Gehlen argumentiert und sagt, dass die Symboleigenschaft der Sprache die Basis alles Vorstellens ist, eine sehr starke These ist, in der die Sprache auch letztlich, da Vorstellen ja das deutsche Wort für Repräsentation ist, zur zentralen Voraussetzung für alle Denktätigkeit wird. Eine ähnliche These
findet sich beispielsweise in der sogenannten kulturhistorischen Schule der Psychologie. Lev Vygotsky ist da der bekannteste Name, ein russischer Psychologe, der die Auffassung vertreten hat, dass die Entwicklung höherer kognitiven Funktionen vollständig von der sozialen Kommunikation abhängt. Und demgegenüber ist die klassische Gegenposition Jean Piagets Position, der in einem kartesianischen Sinne die Bewusstseinsfähigkeiten und Fertigkeiten der Entwicklung von sozialen Kommunikationsformen voraussetzt. Ich denke aber, dass wir unseren Blick wenden sollten auf die entscheidende Frage nach dem, was die Sprache nun eigentlich ist. Und hier wird in dieser Quelle ja angedeutet, dass der Symbolcharakter und der Verweis auf das in absentia das Eigentliche ist. Und ich denke, dass das sehr funktional gedacht ist. Wenn ich mich der Sprache annähere, muss ich sagen, dass ich mich aber auch einem Mysterium annähere. Über die Sprache nachzudenken hat mich schon früh fasziniert. Die Macht der Sprache, die Schönheit der Sprache, die Komplexität der Sprache, auch die Unterschiede unter den verschiedenen Sprachsystemen, die auf die Welt gekommen sind, der Unterschied zwischen natürlichen und künstlichen Sprachen. Sprachen also in all diesen Formen und Erscheinungen, bei denen die Frage ist, was an ihr das Wesentliche ist. Und da würde ich durchaus eine Lanze für diejenigen vielleicht etwas romantisierenden Vorstellungen brechen wollen, die wie mit diesem berühmten Wort von Heidegger die Sprache als das Haus des Seins auffassen wollen und Sprache hier eben nicht einfach nur in so eine syntaktisch-grammatikalische, funktionale Form von Kommunikation reduzieren. Das ist für mich unzureichend. Natürlich können wir Sprache als Werkzeug verstehen, aber ich glaube, dass wir damit das Herzstück des Spracheseins verlieren. Es geht nicht um Kommunikation allein, und das will ich sozusagen einmal in einer Parenthese sagen, wird mir zu einer prekären Frage, wenn wir uns auf den aktuellen Sprachgebrauch wenden, und davon sprechen Sie ja auch selbst, Herr Schulz, in Ihren eigenen Thesen, wenn es um die moderne Sprache geht. Mein Problem ist damit eben, dass in einer pragmatischen Kultur oftmals Sprache nach dem Sparsamkeitsprinzip gebildet wird, und man spricht etwa von den Grice'schen Konversationsmaximen, die als ein impliziter Maßstab aufgefasst werden, wie Menschen Sprache wahrnehmen. Und eine der Ideen ist dabei eben, dass keine überflüssigen Informationen kommuniziert werden. Aber das ist eine meines Erachtens weltanschaulich mithin ideologische Darstellung der Sprache, in der gemeint wird, sie diene ausschließlich der Übermittlung von Informationen. Ich glaube, dass das Wesen der Sprache viel tiefer ist und dass wir, um zu verstehen, was Sprache ist, eben dem Ganzen auch mit sehr viel Ehrfurcht begegnen müssen und nicht glauben, dass die Sprache nur ein Instrument sei. Die Sprache artikuliert sich sicherlich auch so, dass wir in ihr logische Strukturen wiedererkennen können, und wir haben ja vorhin bereits den Begriff der Prädikation erwähnt, also dass wir ein Subjekt haben, dem wir ein Prädikat zusprechen, was natürlich eine logische Operation ist, die wir logisch verstehen können und die aber zugleich zurückverweist auf das, was Sie in Ihrem eingangs genannten Redebeitrag im Wesen und Ursprung von etwas genannt haben. Also eine Prädikation setzt voraus, dass wir einen Gegenstand festhalten. Wenn also ein Tier schreit und dieses Signal kommuniziert, glaube ich, dass der Verweis auf Gegenwärtiges oder auf etwas unmittelbar Vergangenes oder selbst in dem Fall von dem Elefanten, der ein Trauma zur Disposition entwickelt hat, immer noch etwas wesentlich Verschiedenes von dem ist, was wir eine Dauerhaftigkeit nennen können. In dem Sinne, in dem Bergson den Begriff verwendet. Also, wenn wir uns auf etwas beziehen, als ein Ereignis, als ein bloßes Geschehnis in einem Naturvorgang, ist es etwas anderes, als es als Gegenstand in einem phänomenologischen Sinne, in einem wesentlichen Sinne anzusprechen. Und ich glaube, dass das auch spezifisch die Bedeutungsfunktion ist. Und nach meinem Empfinden und nach der
Beurteilung von sprachsensiblen Analysen der Macht und Pracht der Sprache, kommt es für mich darauf an, dass die Bedeutung, darüber haben wir am Anfang gesprochen, mit, ich hatte Ernst Cassirer erwähnt, Ausdrucks-, Darstellungs- und Bedeutungsfunktion, dass die Bedeutung, die in unseren natürlichen Sprachen enthalten ist, eben auch ein großer Reichtum ist. Und das ist meines Erachtens auch die Faszination der Etymologie. Wenn wir Sprachanalysen für einzelne Worte und Wörter betreiben, dann kommen wir oft nicht einfach nur auf so etwas wie eine Abstammungstafel, sondern wir kommen in die Tiefe der Wortbedeutung hinein. Und erst vor kurzem habe ich in einem Seminar, das ich mit Psychologiestudentinnen durchführe, über das Wort Entscheidung gesprochen. Einfach nur mal um ein Beispiel zu wählen. Das Wort Entscheidung. Und diesen eben auch in der Psychologie zu einem gewissen Grad jetzt nun als Experten ausgebildeten Menschen einmal die Aufgabe gegeben, und das ließe sich genauso für jeden anderen Begriff machen, beispielsweise Intelligenz, auch wenn das ja ein Lehnwort ist, aber so etwas wie Entscheidung zu nehmen und einmal genau zu benennen, was es bedeutet. Und zu erkennen, wie schwierig es ist, eine erschöpfende oder zumindest eine ausreichende Begriffsbestimmung vorzunehmen, verweist für mich in der lebendigen Erfahrung doch darauf, um wie viel reicher und in seinem Wesen anspruchsvoller es ist, wenn wir von menschlicher Sprache sprechen. Es mag sein, dass es Tiere gibt, die mit Suffixen operieren, aber ich glaube, dass die Kommunikation dabei im absoluten Vordergrund steht, dass eine Information vermittelt wird. Das ist etwas anderes, als wenn wir von der Sprache sprechen, in der wir leben, in der wir Wesen, in der wir uns bewegen und die uns bewegt. In diesem Sinne würde ich gerne an Sie, Herr Schulz, einfach einmal diesen Ball weitergeben. Wenn wir uns jenseits der biologischen Frage nach den Eigentümlichkeiten der Sprachproduktion und Rezeption auf den Sinn und auf die Bedeutung der Sprache wenden, was bedeutet die Tier-Mensch-Differenz vor diesem, vor allen Dingen linguistischen und sprachphilosophischen Hintergrund aus Ihrer Perspektive? Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Also ich gebe Ihnen vollkommen recht. Das sehe ich genauso. Die Sprache geht weit darüber hinaus, nur irgendwelche Informationen zu entwickeln, zu weiterzugeben, ob das jetzt Informationen über die rein sinnliche Sphäre sind oder auch Informationen über eine geistige Welt über dieser sinnlichen Sphäre, sondern Sprache vermittelt auch etwas, beziehungsweise formt diese andere Sphäre, die über das Sinnliche hinausgeht. Das hat man ja in der Poesie, in der Dichtkunst. Da geht es ja jetzt nicht allein um irgendwelche Informationen, sondern da geht es um Rhythmus und um Klang. Und der Rhythmus und der Klang versetzt in eine Stimmung und lässt miterleben, sollte zumindest miterleben lassen, was den Sprechenden oder den Schreibenden bewegt. Und das ist eine Eigenschaft der Sprache, die natürlich weit über die tierische Sphäre hinausgeht. Tiere sind ja auch nicht in der Lage, feinere Gefühle, Empfindungen aus einer geistigen Sphäre, Stimmungsbilder oder Ähnliches, irgendwie durch Signale zu vermitteln. Das ist auch gar nicht nötig, weil ihre Kommunikation ja gar nicht so weit geht, als dass sie sich darüber verständigen müssten. Die bleiben also in ihrer Stimmungssphäre ganz bei sich. Und insofern wird auch diese Stimmungssphäre nicht entborgen. Also sie reflektieren nicht über die Sphäre ihres Bewusstseins überhaupt, aber in einem Dialog kann das mitgeteilt werden, kann genau das kommunizierbar gemacht werden, was in den Signalsprachen eben nicht kommunizierbar gemacht wird. Und es geht über reine Informationen, über Sachverhalte natürlich weit hinaus.
Also insofern ist die Sprache auch eine, vermittelt eine ganz andere Sphäre und entbirgt gewissermaßen auch das, was nicht offensichtlich ist. Also das heißt, über die Sprache dringt der Mensch immer tiefer in das ein, was eigentlich den Weltengrund ursprünglich bewegt und sollte es zumindest. Und es tritt eine Sprachverflachung ein, wenn man die Sprache lediglich als einen Informationsträger für Bekanntes, was in der sinnlichen Umwelt quasi blockartig abzuchecken ist, betrachtet. Ja, so viel vielleicht mal dazu. Dann würde ich mich da direkt einschalten und ich denke, dass diese Reflexionen auf den linguistischen und sprachphilosophischen Gehalt eben und die Rolle der Sprache im Verhältnis zur Mensch-Tier-Unterscheidung von ganz zentralem Stellenwert sind, insofern als dass sie einem erlauben, auch die Grenzen der Betrachtung nichtmenschlicher Tiere eben für die Frage nach dem Menschen zu markieren, insofern als dass die Frage nach dem Menschen oder die Sphäre des Menschen besser gesagt natürlich auch so etwas wie eine Eigengesetzlichkeit aufweist und aufweisen muss, wenn wir denn die Konstitutionsanalyse eben des Organischen gewissenhaft zu Ende führen will. Und ich denke, dass Heidegger da ein interessanter Anschlusspunkt ist mit dem Philosophem, dass die Sprache eben das Haus des Seins ist und dass es hier auch gewisse Grenzen pragmatisch verstandener Sprachbegriffe gibt. Ich fand die Erwähnung von Grice Kommunikationsmaximen in diesem Zusammenhang spannend, insofern als dass diese gerade die Grenze sind, die eben die vorhin erwähnten Forschenden Fitch und Zuberbühler erwähnen für eben die Kommunikationsfähigkeit nichtmenschlicher Primaten und sich daran dann natürlich ablesen lässt, dass sie sich innerhalb eben, ja sagen wir, der philosophischen Strömung des Pragmatismus zumindest implizit bewegen. Und genau, ich denke, wir sind an einem Punkt in der Diskussion, in dem wir bereits dazu übergegangen sind, Ihren spezifischen Sprachbegriff, Herr Schulz, von demjenigen Arnold Gehlens zu differenzieren. Und ich denke, das ist ein guter Punkt, um eben zum zweiten Material für die heutige Sitzung überzugehen. Das Material habe ich ausgewählt aus einem Thesenblatt, das Sie eben für das Kolloquium der phänomenologischen Psychiatrie bei Fuchs uns zugesandt haben. Insbesondere, weil mich eine These, die Sie dort immer wieder vertreten und die jetzt auch in diesem Podcast schon implizit durchgescheint ist, fasziniert. Und das ist die These, dass am Ende des ganzen Prozesses, auf den wir jetzt zu sprechen gekommen sind, also dass die Stufung des Organischen als eine zunehmende Zentralisierung aufgefasst werden kann und dass die spezifische Art und Weise, wie eben alle Vermögen im Menschen harmonieren, als dasjenige aufgefasst werden muss, was den Bruch des Menschen auch mit der Natur markiert, nicht wahr? Er fällt aus seinem Lebenskreis hinaus, wo die anderen Wesen kunstfertig sind, Lebewesen kunstfertig sind und ins Höchstmaß gesteigerte Fähigkeiten aufweisen, ist der Mensch mehr wie, und das ist jetzt ein Zitat von Ihnen, ein Durchschnittswesen, nicht wahr? Dass man eben genau diesen Punkt der fortwährenden Zentralisierung, des sich steigernden, fortwährend steigernden Zentralisierung auf der Sphäre des Menschen vielleicht verkehren muss, nicht wahr? Es kommt doch immerhin doch noch zu einem Bruch. Also es ist zwar der Endpunkt der Stufenbetrachtung, aber hier öffnet sich eine Sphäre der Eigengesetzlichkeit, die es uns abverlangt, neue Begriffe einzuführen. Also meinetwegen die Begriffe des Geistes oder eben jetzt die, was wir unten verhandelt haben, gerade eben unter den genuin sprachphilosophischen Begriffen. Und die These, die mich nun fasziniert hat bei Ihnen, ist die folgende, dass Sie argumentieren, dass die Sprache das Selbstverständliche vergegenständigt, nicht wahr? Also die Sprache erlaubt es uns, in eine Mittelbarkeit einzutreten und das, was wir im natürlichen Selbstvollzug gar nicht bemerken, dass uns deshalb verborgen ist, weil es selbstverständlich ist, gegenständlich zu machen und dadurch natürlich, um uns reflexiv darauf zu beziehen, letztlich, was dann zur Folge hat, dass es eben zu dieser charakteristischen Weltöffnung kommen kann. Nicht wahr? Nur dadurch, dass der Mensch das Selbstverständliche gegenständlich machen kann, anders gesagt, nur dadurch, dass der Mensch das Verborgene entbergen kann, ist er als Wesen prinzipiell offen. Nicht wahr? Und das ist zugleich, also deshalb hat mich das so fasziniert, das ist zugleich eine der Hauptthesen, die ich in meiner Masterthese versucht habe zu entwickeln, eben auch im Anschluss an Helmut Plessner. Und
also die ich da als Anthropologie der Verborgenheit versucht habe, eben weiterzuentwickeln und umzudeuten. Nun glaube ich, dass das ist der perfekte Zeitpunkt, um auf das Zitat einzugehen. Also ich lese es kurz vor, was Sie zur Sonderstellung des Menschen durch die Sprache schreiben. Das Zitat geht so. Begriffliche Gedanken sind daher auch keine Zusammenschlüsse von Wortetiketten, sondern erschließen bzw. begreifen sinngebend, was zunächst in seiner Selbstverständlichkeit verborgen war. Da ein Begriff lebendig und unabgeschlossen ist, allerdings mit einem Begriffskern, lässt sich jede Sprache in eine andere übersetzen. Was der einzelne Begriff nicht leistet, wird über eine Umschreibung verständlich gemacht. Sprache ist in allen Kulturen nach denselben Prinzipien geordnet. Allein in der Syntax ist ein übergeordneter Zusammenhang ausgesprochen. Das Gegebene wird nicht nur berührt, sondern ausgesprochen, nicht nur objektiviert und vom Subjekt abgesetzt, sondern doppelt reflektiert, vom Sprechenden auf den Angesprochenen hin, der gemeint und in der Rede einbezogen ist, und vom Angesprochenen zurückempfangen. Diese doppelte Beziehung wird in der Syntax zum Ausdruck gebracht, in einer Grundstruktur, bestehend aus Subjekt, Prädikat und Objekt. Schon hier ist die doppelte Reflexion kenntlich gemacht. Hier endet das Zitat, das natürlich über den von mir angeführten Gedanken noch einige weitere hinaus enthält, beispielsweise eben denjenigen, den Sie auch schon angesprochen haben, was die Grundstruktur aller Sprachen in allen Kulturen betrifft, nämlich die Strukturierung in Subjekt, Prädikat und Objekt. Aber auch, und das ist natürlich ein spannender Punkt, der mir auch so nicht bekannt ist in der sonstigen Forschung zum Mensch-Tier-Unterschied, also wo ich auch eine Spezifik ihres Ansatzes sehe, ist die dialogphilosophische Fundierung eben des Ausdrucksverhältnisses in der Sprache, nicht wahr? Also die doppelte Reflexion, von der Sie sprechen, dass allersprachlicher Ausdruck mich als Sprechenden und den Angesprochenen als Angesprochenen mit berücksichtigen muss in der Form einer konkreten Begegnung, nicht wahr? Also das ist ja, was man vielleicht vorgedacht sieht in der Dialogphilosophie von Martin Buber, die dann aber, wenn man, ja, ich sage es jetzt mal karikiert, in einem Höchstabstand sich befindet zur empirisch ausgerichteten Anthropologie, also wo es gar nicht mehr sichtlich ist, wie die Anschlussfähigkeit zu den Spezialwissenschaften hergestellt werden soll. Und darin sehe ich dann auch die für mich faszinierende Leistung ihres Ansatzes, diese zwei so konträren Pole aufeinander zu beziehen. Genau, also das von meiner Seite zur Spezifik Ihres Sprachverständnisses, und ich denke, niemand kann uns besser darüber belehren als Sie selbst, was es denn nun genauer ausmacht. Also ja, vielen Dank für Ihre Zustimmung. Ich weiß es nicht ganz, wie die Frage gemeint ist. Was ist Ihre spezielle Frage jetzt dazu? Nun ja, so eine direkt eine Frage habe ich ja nicht gestellt, das ist ganz richtig. Also vielleicht einfach eine Bitte darum, noch einmal, wenn Sie es denn nicht schon als erschöpfend dargestellt betrachten, darzulegen, was Ihr Sprachverständnis im Besonderen ist und wie das sich, also die Abgrenzung von Gehlen haben wir ja schon gemacht, und dann quasi war jetzt die Idee, dass wir noch ein eigenes Sprachverständnis entwickeln müssen, das eben auch in einer gewissen Unabhängigkeit steht. Naja, also es handelt sich auf jeden Fall um eine doppelte bzw. mehrfache Reflexion, die sich in der Sprache ausdrückt, um einen ganzheitlichen Zusammenhang herzustellen und über das Einfache tatsächlich hinauszugehen, beziehungsweise dieses erst bewusst zu machen. Und zwar nicht nur für den Hörer selbst, sondern auch für den Sprechenden selbst. Also das heißt, der Mensch erlebt innerhalb des Sprechens, auch gerade im Dialog, einen Erkenntnisprozess, in dem er in aktiven Dialog tritt, wird ihm eine Erkenntnis offenbar, die ihn weiterbringt, die sozusagen noch unerschlossen war und dann herausleuchtet. Also insofern ist eben auch das Denken ein aktiver Prozess. Platon hat es ja mal so geschildert, dass also im intensiven Nachdenken dann eine Wahrheit aus der Ideenwelt hereinleuchtet oder blitzartig aufleuchtet. Und
Vielleicht, und so könnte man das natürlich im übertragenen Sinne auf die Sprache auch sehen, dass indem wir sprechen, uns dann auch Erkenntnis zuteil wird, indem wir das Denken aktivieren, was ja nicht allein ein kombinierendes Denken ist. Denn dazu bräuchten wir eigentlich keine Begriffe. Da würden bestimmte Sinnesmodalitäten auch schon reichen, sondern eben ein begriffliches Denken, in dem das Selbstverständliche offenbar wird. Denn es ist klar, auch für Kleinkinder gibt es eigentlich nur Selbstverständliches. Auch das Bedrohliche ist selbstverständlich. Auch der Eingriff in die persönliche Integrität, wenn zum Beispiel vom anderen Kind was weggenommen wird, das bedarf keine Erklärung. Aber auch da sind schon komplexe Vorstellungsbilder von sozialen Bezügen mit drin, die aber keiner sprachlichen Expression bedürfen. Also die sind emotional gewissermaßen mitgegeben. Also Eingriff in die persönliche Würde zum Beispiel, in dem etwas Schädigendes eintritt, in dem etwas weggenommen wird, was dann als Eingriff in die persönliche Integrität aufgefasst wird. Das sind menschliche Grundstrukturen und auch bis in gewissem Grade auch Grundstrukturen bei den höheren Tieren. Aber in der Sprache wird eben etwas Neues, auch eine Erkenntnis offenbar. Und deshalb meine ich ja auch, also das Erwachen des Ich-Bewusstseins, natürlich hat ein kleines Kind vorher auch schon Ich-Bewusstsein, aber sich bewusst zu werden, ich bin, ja, in dem Sinne, wie ich es jetzt am Anfang erläutert habe, das ist erst auf dem Niveau möglich, wo eben auch das Sprachbewusstsein insofern erwacht, dass da ein Dialog herstellbar ist, dass da eine Loslösung von sprachlicher Aktivität von den Umweltbedingungen vorhanden ist. Aber nicht etwa, dass jetzt die Sprache dieses Bewusstsein ausmacht, sondern es ist eine Bewusstseinsentfaltung, wo dann eben die Sprache als ein Medium besonders hervortritt. Und über die Sprache wird eben genau das transferiert. Also nicht so sehr die Information, was natürlich auch der Fall ist, aber das kann auch durch ein Signal, durch ein komplexes Signal vermittelt werden, sondern eben dieser Bezug zum Ursprung des Seienden, der da in bestimmter Weise offen gelegt wird. Also dass das Ich dem Ich gegenübertritt. Und da auf diese Weise dann eine Sphäre eröffnet wird, die über das Gegenständliche hinausgeht. Wenn Sie damit zufrieden sind, ich weiß nicht. Ich würde mich an dieser Stelle zu einem Kommentar hinreißen lassen, gerade angesichts dieses zentralen Gedankens der doppelten Reflexion. Das ist ja ein Bild, die Reflexion ist die Um- oder besser gesagt Zurückwendung und ein in der intellektuellen Tradition mindestens des Abendlandes ein sehr mächtiges Motiv, das an vielen Stellen, zum Beispiel im deutschen Idealismus, aufgegriffen worden ist, als die Spiegelhaftigkeit, in denen wir eben auch zwischen Bewusstsein und Selbstbewusstsein unterscheiden und hier auch gerade in der jüngeren Tradition, insbesondere der philosophisch-anthropologischen Tradition, die exzentrische Positionalität beispielsweise als eine Voraussetzung für Selbstbewusstsein, menschliches Selbstbewusstsein in einem Sinne der Bezugnahme auf Positionen, die außerhalb des eigenen Zentrums liegen, als eine Umwendung der Perspektive in diesem Sinne auch reflexiv zu verstehen. Jetzt ist eben die Frage, was das für eine Erfahrung ist, was das für eine Natur hat, wenn wir von Reflexion sprechen. Zunächst einmal scheint das ja etwas Relationales zu sein, aber eben nicht nur eine Relation, wie wir sie in der direkten intentionalen Relation begreifen, also ein
Hinauswenden des Subjekts auf seine Welt, sondern ein Referieren, eine Relation, die zu dieser Relation selbst gewonnen wird. Das scheint mir hier, wenn ich Sie richtig verstehe, der philosophische Kern zu sein, dass wir uns nicht nur jeweils auf Gegenstände beziehen, sondern auch auf Beziehungen beziehen. Und ich frage mich, inwiefern wir das vielleicht auch als ein Kriterium philosophisch entwickeln können, dass hier, wenn wir auf Gehlen zurückblicken, das in absentia, in einem doppelten Sinne zu verstehen ist, einmal im, sagen wir mal, direkt empirischen Sinne, das gerade Abwesende, das Nicht-Zuhandene, aber dann in dem zweiten Sinne, indem wir sagen, wir gewinnen die Sphäre, die bei Bergson Virtualität genannt wird. Eine ausgesprochen denkwürdige Sphäre und bemerkenswerte Sphäre, in der wir also hier von Dingen sprechen, die nicht fantastisch sind, sondern die die Struktur der logischen Referenzen schlechthin beschreibt. Und in dem Sinne habe ich ja in meinem ersten Redebeitrag heute von der Gegenüberstellung von Physis und Nomos gesprochen. Also Nomos, das Gesetz, hier nicht verstanden als eine juristische Kategorie, sondern als logische Kategorie. Was wir zu begreifen scheinen, so glaube ich, ist in der doppelten Reflexion, von der Sie sprechen, nicht nur die jeweils Gegenstandshaftigkeit von eigenem und fremdem Standpunkt, sondern eben insbesondere der Bezug zwischen beiden. Dieses Problem ist, und das hatte ich in einer vorherigen Podcast-Folge schon einmal erwähnt, auch eines, das die Soziologie oder die Philosophie der Soziologie thematisiert unter dem Begriff der doppelten Kontingenz. Doppelte Kontingenz wird praktisch so beschrieben, dass zwei Individuen, zwei Lebewesen miteinander in Kontakt geraten, und geraten ist hier das richtige Wort. Es geschieht durch einen Zufall, dass sie einander konfrontieren, aber sie wissen voneinander nichts, wissen also voneinander auch nicht, dass sie Kommunikations-, Sprach- oder geistfähige Agenten, Akteure in der Welt sind. Wie kommt es jetzt zu dem, was Niklas Luhmann die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation nennen wird? Wie kann es sein, dass ein Dialog im starken Sinne entsteht? Also nicht nur ein Lebewesen, das sich signalhaft mitteilt, das eine Mitteilung entsendet, und dann könnte man ja jetzt evolutionär sagen, Erfolg damit hat, sich mitzuteilen, sondern wie kann es sein, dass hier, ganz so wie Sie es am Anfang unseres heutigen Podcasts von Ihrer biografischen Geistesentwicklung gesagt haben, in das Bewusstsein treten, dass wir nicht das einzige Zentrum in der Welt sind. Das scheint mir hier die Tiefenstruktur von dem zu sein, was Sie doppelte Reflexion nennen. Und dass vielleicht das auch etwas ausmacht, was in Ihrem Begriff von der Sprache das Herzstück ist. Das ist also jetzt eine Interpretation Ihres Denkens, mit der ich Sie gerne einmal konfrontieren möchte und Sie jetzt direkt frage, ob Sie dem zustimmen können oder ob ich Sie da missverstanden habe. Ja, ich sehe das auch so. Es ist natürlich eine sehr komplexe Sache. Aber ganz wichtig ist ja, dass Beziehungsverhältnisse damit zum Ausdruck kommen, wie Sie ja auch gesagt haben. Und damit dann auch, dass der Nomos als jetzt nicht als ein Gesetz, das von außen her dann auferlegt ist, sondern als eine Gesetzmäßigkeit des Umganges der Menschen miteinander. Also da drücken sich dann ethische Prinzipien aus. Das ist ganz wichtig. Und diese ethischen Prinzipien, die haben einmal eine intuitive Grundlage, schon im Kleinkindalter. Das kann man ja entwicklungspsychologisch betrachten. Also dann nicht erst, wenn die geteilte Aufmerksamkeit beginnt, nach Tomasello im Alter von 18 Monaten, sondern vorher schon mit einem halben Jahr,
wo man dem Kind einen Film vorführt, wo dann zum Beispiel Dreiecke einen Kreis bekämpfen und irgendwie verjagen, und dann legt man dem Kind dreiecksförmige Blättchen vor und runde, und das Kind, und lässt das Kind wählen, und es wählt dann die Runden, weil die Dreiecke böse sind. Also da ist schon mal eine Grundstruktur der Beziehung untereinander nach moralischen Prinzipien zum Ausdruck gebracht. Und die ist intuitiv mitgegeben, insofern, als es die Grundlage des Umganges der Menschen miteinander sind. Und da ist schon das Bewusstsein der Menschenwürde oder der persönlichen Integrität ist damit schon mitgegeben, die allerdings noch vorbewusst ist, aber dann in solchen Situationen ins Bewusstsein gelangen. Und diese Verhältnisse klingen immer in der Sprache mit. Und somit ist natürlich die Sprache immer mehr als eine Kommunikation über Sachverhalte. Ja, ist damit jetzt Ihre Frage beantwortet in Bezug? Ja. Ja, Sie haben die Frage zu meiner Zufriedenheit beantwortet. Ich glaube, dass wir an dieser Stelle auch zu einer ausgesprochen erschöpfenden Darstellung dieses Zusammenhangs in zumindest dem Grundriss gelangt sind. Natürlich, und da sind wir jetzt immer wieder darauf gekommen, ist das ein Feld, was viel mehr umschließt, als wir hier jetzt thematisieren können, gerade in beide Richtungen, sowohl in die anthropologischen Grundfragen, die wir hier immer mitdenken müssen, seien sie ontologisch gefärbt oder seien sie epistemologisch gefärbt. Das ist natürlich gerade angesprochen worden, als wir über beispielsweise das Selbstbewusstsein gesprochen haben. Hier tun sich Fransen und Horizonte des Diskurses auf, aber auch in der anderen Richtung, in der wir, und darauf ist ja Hannes in dieser Folge gleich mehrfach eingegangen, nach der empirischen Anthropologie fragen können. Und ich glaube, dass Sie in Ihrem Ansatz auch einen schönen Beitrag dazu leisten, die philosophische Anthropologie in ihrer Tradition lebendig zu halten, eben gerade dahingehend, dass sie ein Bindeglied darstellt zwischen beiden Formen des Diskurses. Aber ich glaube, dass wir an dieser Stelle auch schon sagen können, dass wir zu einer guten Darstellung gekommen sind des Themas. Ich würde jetzt einfach direkt einmal fragen, ob Sie glauben, dass Sie an dieser Stelle noch etwas ergänzen möchten und ansonsten zur Zusammenfassung der heutigen Sitzung übergehen. Wir haben jetzt gut 2 Stunden gesprochen, für mich ist die Zeit im Fluge vergangen, aber vielleicht stelle ich Ihnen nochmal direkt die Frage, glauben Sie noch, dass Sie zu diesem Themenkomplex etwas ergänzen wollen, um Ihre Position akkurat zu repräsentieren, oder wollen wir in die Zusammenfassung übergehen? Ja, vielen Dank. Eines könnte ich vielleicht noch ergänzen. Also um jetzt, weil ich ja ähnlich wie Nikolai Hartmann von einem Stufenmodell ausgehe, allerdings mich von dem Stufenmodell von Nikolai Hartmann unterscheide, als ich meine, also die einzelnen Schichten durchdringen einander, das ist wichtig, die nächsthöhere Schicht ist der anderen bloß aufgelagert, sie durchdringen sich tatsächlich, die jeweils tiefere Schicht wird auch umgewandelt, aber ich meine nicht, dass, wie Nikolai Hartmann meint, die jeweils höhere Schicht die schwächere ist und die untere die stärkere, sondern dass tatsächlich eigentlich die höhere Schicht die stärkere ist, aber zunächst mal in einem gewissen Kampf mit der tieferen liegt. Und
dass es ein aktives Ringen darum ist, dass die höhere Schicht die tiefere durchdringt. Wie ja auch der Mensch gegen gewisse Antriebe ankämpfen muss, die im Tierreich zwar ihren Sinn und ihre Funktion erfüllen, aber im Menschenreich dann der Ordnung, der ethischen Ordnung entgegengerichtet sind, wie zum Beispiel Promiskuität oder dass die Bonobos mit der ganzen Gruppengemeinschaft sexuelle Verhältnisse haben, was eben auf den Menschen nicht passt, weil da sind ganz andere Bewusstseinsverhältnisse da, die dann die Liebesfähigkeit beispielsweise zerstören würden, aber bei den Bonobos normal sind. Das ist nur als Beispiel. Also es ist, ich denke, gerade dadurch, dass der Mensch, wie er auch Gehlen sagt, ein Wesen der Führung und auch der Zucht in gewisser Weise ist, dass es die Aufgabe des Menschen ist, diese tieferen Schichten mit der höheren zu durchdringen, und zwar in Form einer Versöhnung, nicht in Form einer Verdrängung oder einer Extinktion. Gut, das habe ich vielleicht noch dazu zu sagen. Danke. Ja, das war ein ganz passendes Abschlussplädoyer, das auch einige Themen anschneidet, die mir persönlich sehr wichtig sind und über die man vielleicht eine eigene Episode halten müsste. Also insbesondere dass Ihre Verkehrung des Stärkeverhältnisses zwischen den Schichten, das würde mich interessieren. Ich denke aber, dass ich Alexander ganz recht gebe, dass wir einen guten Punkt gefunden haben. Und das war ein schönes Abschlussplädoyer, um diese Episode eben in die Zusammenfassung überzuführen. Ich würde dir das ganz einfach abnehmen, Alexander. Also wir haben heute gesprochen über die Sprache und die Sonderstellung des Menschen und sind dabei auf verschiedenartigste Gesichtspunkte zu sprechen gekommen, die im Allgemeinen unter das Gebiet der Anthropologie fallen. Wir haben begonnen mit Reflexionen auf die Leistungsfähigkeit der Tiere und dass sie eben mehr zu leisten sind, imstande sind, als man gemeinhin zu vermuten geneigt sein mag, etwa was den Werkzeuggebrauch angeht, aber sind dann auch übergegangen eben zu denjenigen Leistungen, die sich bei keinem nichtmenschlichen Tier vorfinden lassen. Herr Schulz hat in diesem Zusammenhang insbesondere die Sprache in den Vordergrund gerückt und wir haben Sie zunächst einmal angenähert über Arnold Gehlens Begriff der Sprache, der intrinsisch mit dem der Handlung verbunden ist. Und Gehlen sieht die Sonderstellung der Sprache des Menschen in ihrem prometischen Gehalt, das heißt ihrer Zukunfts- und Vergangenheitsgerichtetheit, aber auch in ihrer Gerichtetheit auf das Abwesende schlechthin, also auch im räumlichen Sinn. Und davon ausgehend haben wir den eigenen Sprachbegriff von Herrn Schulz weitergehend charakterisiert, der eben über Gehlens Sprachbegriff hinausgeht, nicht so naturalistisch gedacht ist, sondern eben auch die hermeneutische Tradition mit umfasst und für den die charakterisierenden Begriffe einmal die Vergegenständlichung des Selbstverständlichen ist und auf der anderen Seite eben die doppelte Reflexion. Sodass ein Sprachbegriff, der naturwissenschaftlich anspruchsfähig ist, dennoch dialogphilosophisch, sage ich jetzt einmal, verkürzt. Dazu gäbe es viel zu sagen, wofür die 2 Stunden unserer Sitzung sprechen, fundiert werden kann. Also das spannt so in etwa den Bogen unserer heutigen Sitzung und wir haben gesehen, dass das Thema außerordentlich tief ist und dass man da geradezu ein Lebenswerk hineingeben kann und vermutlich auch muss, wenn man einen neuen Beitrag leisten will in dieser alten Frage. Genau so viel von meiner Seite. Es bleibt nur noch der Hinweis auf die Formalia, dass Sie, liebe Zuhörende, sich jederzeit bei uns melden können. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Alle nötigen Kontaktdaten finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Besuchen Sie uns auf der Homepage der Arbeitsgemeinschaft für Philosophie und Psychologie. Sie haben dort auch die Gelegenheit, an anderen Programmen teilzunehmen, die die Arbeitsgemeinschaft eben durchführt, bei der auch Alexander und ich anwesend sind für gewöhnlich. Das umfasst Kolloquien, Stammtische, Lesekreise und so weiter. Also wir sind sehr interessiert daran, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Und wenn Sie den Podcast mitgestalten wollen oder an uns Fragen stellen wollen, dann finden Sie dort auch die nötigen Adressen. Also es bleibt nichts mehr zu sagen als
noch der Hinweis, dass Sie doch die Homepage von Herrn Schulz aufsuchen können, wenn Sie inspiriert wurden durch die heutige Episode. richardoliverschulz.de, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall finden Sie es, wenn Sie Herrn Schulzes Namen in eine Suchmaschine Ihrer Wahl eingeben. Also ich bedanke mich bei Ihnen, den Zuhörenden, ganz herzlich, dass Sie uns auch heute wieder besucht haben. Ich bedanke mich an allererster Stelle eigentlich bei Ihnen, Herr Schulz. Danke, dass Sie heute Gast bei uns waren. Es war uns wirklich eine Ehre. Und auch bei dir, Alexander. Danke, dass du die Sitzung wieder mit mir durchgeführt hast. Den Dank erwidere ich, lieber Hannes. Es war ein schönes Gespräch. Ich möchte den Dank allerdings auch ergänzen an Herrn Schulz. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Gedanken vorgestellt haben, die ich sehr plausibel und wertvoll finde und hoffe, dass wir darüber im Gespräch bleiben. Und an unsere Zuhörenden eine schöne Zeit wünsche ich Ihnen. Ich hoffe, dass Sie den Sommer genießen können und bis zum nächsten Mal.